Genau. So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut. Wir spielen jetzt Wasserwelten, die neue Erweiterung für Arche Nova mit dem Arche Nova Designer Matthias Wigge, der hier ist. Er wird uns das Spiel gleich einmal komplett erklären, weil Spartacus es, glaube ich, noch nicht gespielt hat. Nein. Dann wird das die Erklärung für die Erweiterung auch vor allem drin sein. Für die Erweiterung, die haben wir noch nicht gespielt. Genau, und ich würde sagen, also ich spiele nicht mit, ich gucke nur zu, weil die, also es war hier gerade eine helle Aufregung, ich so, wir spielen es jetzt gleich mit dem Autor und ich würde sagen, auf geht's. Ja, das war jetzt ein Witz, dass du das nicht gespielt hast. Ja. Ich wollte ja reich hier. Achso, okay, okay. So, falsch verstanden. Weil das Spiel ist aber natürlich auch auf meinem Kanal in Solomon schon gewesen. Ah, Gott sei Dank. So, okay, dann fasse ich jetzt einmal, erkläre ich jetzt, was mit Wasserwelten neu dazukommt. Also wir haben zum einen auf dem Verbandstableau, wie ihr hier seht, jetzt eine vierte Universität. Das ist die Zuchtbuch-Universität. Wenn man diese Universität hier auswählt vom Plan, dann nimmt man nicht das Plättchen hier, sondern darf sich dann eins von den sechs danebenliegenden Universitätsplättchen aussuchen. Die unterscheiden sich nur in dem jeweiligen Tiersymbol, also für jede Haupttierklasse im Spiel. Gibt es eine Zuchtbuch-Universität und diese würde man sich dann auch auf seinen Zooplan legen. Also. Genau wie bei den anderen Universitäten gilt, man kann nur eine von der, also eine Zuchtbuch-Universität haben, genauso wie man ja auch nur jeweils die anderen Plättchen einmal haben kann. Was machen die? Sie geben zum einen ein Forschungssymbol. Sie erlauben einem jetzt auch ein Tierklassensymbol über das Verbandstableau zu kaufen, was sonst nicht möglich war. Und man findet auch noch ein Tier oder eine Karte mit dem jeweiligen Symbol. Es muss nicht eine Tierkarte sein, es könnte auch eine Sponsorenkarte sein. Es gibt ja auch eine Handvoll Sponsorenkarten, die eben Tierklassensymbole haben. Wie findet man die? Man darf natürlich nicht einfach das Deck durchsuchen, das würde den Zeitraum sprengen, sondern das ist genauso wie auf der Hollywood-Map. Man deckt von oben Karten auf, bis die erste Karte aufgedeckt wird, die dieses Symbol dann hat. Ja, also das kann manchmal die erste Karte sein. Bei den Primaten oder auch generell kann es natürlich auch mal ein bisschen länger dauern, aber das ist, wie es funktioniert. Die Karten, die man dann aufgedeckt hat, würde man unter den Stapel drunter legen. Also die kommen nicht alle in den Ablagestapel. Das ist das, was die Zuchtbuch-Universität macht. Dann gibt es als nächstes, ja gut, wir haben neue Bonusplättchen, die haben wir für das Spiel jetzt auch gezielt ausgewählt und nicht mit den anderen zusammengemischt, sondern wir spielen jetzt ja absichtlich mit den neuen Bonusplättchen. Wie funktionieren die? Zum Teil selbsterklärend, denke ich, hier darf man, wenn man dieses hier nimmt, bis zu drei Kiosk oder Pavillons bauen. Hier darf man drei Endwertungskarten ziehen und drei Endwertungskarten abwerfen. Das bedeutet also, man kann, wenn man nicht zufrieden ist mit seiner Auswahl, kann man da die Qualität deutlich erhöhen. Dann haben wir hier ein besonderes Plättchen, das hat einen Soforteffekt, gelb hinterlegt. Das ist einmal zuschnappen, also eine Karte aus der Auslage nehmen. Bis zur Höhe des Rufs? Zuschnappen ist freie Auswahl und hat dauerhaft ein Handkartenlimit plus 1. Das heißt, dann würde man eben, wenn man noch nicht die Handkartenuniversität hat, hätte man dann vier Handkarten und mit sogar sechs Handkartenlimit. Dann haben wir noch diese beige hinterlegten Plättchen. Die haben auch eine andere Besonderheit, nämlich die passieren nicht sofort, sondern man kann sie zu einem späteren Zeitpunkt aktivieren. Und man aktiviert sie, indem man sie umdreht. Das bedeutet dieses Symbol und dann sind die eben benutzt. Das ist ein Einmaleffekt. Das Symbol kennt ihr vielleicht aus dem Grundspiel. Das ist ein Joker-Symbol, um ein Basisartenschutzprojekt zu unterstützen. Also ist dann frei einsetzbar für eine von den hier liegenden vier Karten. Was neu ist, wir haben jetzt auf dem letzten Feld, also beziehungsweise hier auf dem hinter der Rufleiste noch ein weiteres Bonusplättchen, was einem zur Verfügung steht. Wenn man bei 15 Ruf noch einen zusätzlichen bekommt, darf man sich auch anstelle der Attraktion dieses Plättchen nehmen. Der erste. Ja, der erste wird es wahrscheinlich nehmen, ja. Und dann das macht halt Folgendes. Also dieses ist wieder beige hinterlegt, das heißt, man muss es nicht sofort machen. Wenn man es aber macht, also man muss es während seines Zuges machen, das habe ich gerade nicht gesagt, aber das erschließt sich eigentlich, dann darf man hier einen Arbeiter vom Verbandstableau zurück in seinen Vorrat nehmen. Ja, also das ist das, was die Bonusplättchen machen. Mhm. Wir haben natürlich auch neue Endwertungskarten. Im Spiel, wir haben ein paar Karten im Deck ausgetauscht und ganz besonders
auch die neue Tierklasse, die Wassertiere, die jetzt im Stapel sind. Da hätte ich jetzt vielleicht vorher mal irgendwie ein, zwei rauslegen sollen, um die zu zeigen. Ich mache das jetzt einfach mal aus der Mitte und hoffe, dass jetzt hier irgendwo eins bei ist. Na, gucken wir mal. Nein, aber hier zum Beispiel. Hier, fangen wir hiermit mal an. Wie sind die Karten aufgebaut? Also das hier ist das hat das neue Icon für die Meerestiere. Und die meisten von den Tieren sind Riffbewohner. Das sieht man hier oben an diesem Riffzeichen. Und die Besonderheit dabei ist, dass sie eben, wenn sie gespielt werden, diesen Riffbewohner-Effekt auslösen. Was der hier macht, erkläre ich gleich. Und aber alle Riffbewohner, die man vorher schon gespielt hat, auch nochmal triggern. Das heißt, wenn ich jetzt den hier spiele, bekomme ich den Effekt. Spiele ich jetzt einen zweiten noch dabei. Dahinter direkt mal einer. Nein, das ist kein Riffbewohner. Aber spiele ich halt einen zweiten, trigger ich. Ja, hier ist zum Beispiel noch einer. Spiele ich den jetzt auch nochmal, bekomme ich den Effekt und den Effekt in einer beliebigen Reihenfolge, wie ich das haben möchte. Mhm. Markieren ist eine neue Fähigkeit, die gibt es auf einigen Karten. Die macht Folgendes: Wenn man eine Karte markieren darf, nimmt man einen von seinen Cubes. Wo sind sie da? Einen von seinen Cubes und legt ihn auf eine Karte in der Mitte. Also wenn die jetzt hier in der Mitte liegen würden, kann ich sagen, okay, ich markiere mir diese Karte. Was bedeutet das? Wenn diese Karte abgelegt wird aus der Mitte, also zum Beispiel, weil sie rausrotiert oder weil man sie mit Wühlen wegmacht, dann bekommt der Spieler, dessen Würfel drauf liegt, die Karte auf die Hand. Mhm. Ja, wenn die Karte irgendwie anders die Mitte verlässt, zum Beispiel, weil sie direkt gespielt wird, auch von sich selber, man kann sie auch selber spielen, dann bekommt man dafür 2 Geld als Kompensation. Das ist das, was Markieren macht. Was noch neu ist, ihr seht hier diese Meerestiere und haben hier eine Welle. Immer wenn eine Karte mit Welle in die Mitte gelegt wird, ja, also weil sie aufgedeckt wird, dann wird die älteste Karte rausgespült. Also in dem Fall, die Karte wird aufgedeckt. Wenn die jetzt hier so liegen würden, ja, dann würde der Adler raussortiert, der Geier raussortieren und alle anderen rutschen eben einen auf. Und das kann eben auch weitergehen, wenn mehr Wellen noch gefunden werden. Okay. So, das macht die Welle. Nicht alle von den Meerestieren haben einen Riff-Effekt. Es gibt eben auch andere Tiere, wie hier die Karettschildkröte, die ja anders funktionieren. Also eben nicht auf Sammeln ausgelegt sind. So, was habe ich jetzt noch nicht gesagt? Um diese Meerestiere zu spielen, braucht man in der Regel ein Aquarium. Da stehen jedem Spieler ein großes und ein kleines Aquarium zur Verfügung. Die können von Anfang an mit der Bauenaktion gebaut werden. Also im Prinzip genauso wie der Streichelzoo. Jeder Spieler kann aber nur ein großes und auch nur ein kleines bauen. Die Besonderheit hier ist, die müssen an Wasser gelegt werden und zählen dementsprechend, haben auch dementsprechend eine Wasservoraussetzung. Ja? Funktionieren ansonsten wie die anderen Spezialgehege auch. Das heißt, spielt man jetzt hier diesen Weißflecken-Pfeilenfisch, ja, der kann ins Große oder ins Kleine gelegt werden. Das Zeichen hier ist immer dasselbe. Kommt da ein Marker drauf und dann hat man den markiert. Die Schildkröte hier hat eine Besonderheit, die darf man eben entweder in ein Aquarium legen oder ins Reptilienhaus und braucht dann eben jeweils auch drei Klötze. Das Standardgehege hier, was hier also die Standardgröße, die hier angezeigt wird, ist rot hinterlegt. Das bedeutet, sie können nicht in ein Standardgehege gelegt werden, weil das eben ein besonderes Tier ist. Nur ins Aquarium. Nur ins Aquarium oder in dem Fall ins Reptilienhaus. Die 4 ist aber trotzdem wichtig, weil das als Großtier zählen würde für alle Karten, für die das eben wichtig ist. Ne, also ist ein Tier der Größe 4, damit ist es ein Großtier, braucht aber 3 Marker in den jeweiligen Spezialgehegen. Genau, das ist das, was die Karte macht. Wo ist die Runde hinterlegt? Das, ja, ja. Also das, so sieht es normal aus. Aha. Und das ist okay. Rot hinterlegt, das heißt, es kann nicht... Passt das? Erkennst du? Kann man das sehen auf dem Bild? Ja, ja, die Frage ist, wie ich das sehen kann, aber... Genau. Ja, kannst du? Ja. Guck dir ja mit der Farbsicht drauf. Ja. Ne? Nee, alles gut. Also die Meerestiere müssen ins Aquarium gespielt werden, das kann man sich merken, da gibt es ganz wenig Ausnahmen. Zum Beispiel die Pinguine habe ich zufällig auch auf der Hand. Bei den Pinguinen ist es wieder anders, die könnten auch in den Dreiergehege gespielt werden. Mhm. Ah, okay. Das ist da eine Besonderheit, aber ansonsten... Okay. Und der andere, der Fisch hier, würde auch quasi... wie in einer Tier 10, aber nicht in einer Gegend gespielt werden dürfen. Ja. Genau. Okay, gut. Genau. Das ist also ein Aquarium. Das eine Feld ist halt immer dunkel ausgefüllt, das andere mal hell. Das kann auch der Farbenbild unterscheiden. Ja, genau. Und ansonsten, es gibt eben auch Tiere, die hier 3 Marker belegen würden. Hätte man jetzt aus irgendeinem Grund das schon so verteilt,
dann dürfte man trotzdem das Tier noch spielen und die Marker aufteilen. Das ist so eine Besonderheit, das kommt fast nie vor, aber der Einfachheit halber haben wir gesagt, okay, wenn man drei Marker platzieren kann und ansonsten alle Voraussetzungen erfüllt, dann darf man die, dürfte man die Klötze auch aufteilen. Als wenn man ein anderes Tier umsiedelt. Ja, genau. So, das ist im Großen und Ganzen, wie die Meerestiere funktionieren. Wir haben natürlich auch neue Sponsorenkarten drin, die hier neue Plättchen benötigen. Ja? Also wie hier zum Beispiel die Ausgrabungsstätte. Ne? Also die findet man dann vielleicht oder auch nicht. Also da ist es tatsächlich so, ich habe jetzt alle Karten hier wild reingemischt. Also wie viele Meerestiere wir jetzt sehen, werden wir sehen. Ja, ich weiß es aber nicht. Du bist echt. Genau, ja, das ist auch ein Sondergehege, was man hier über eine Sponsoren. Das ist der Unterwassertunnel. Ist halt eine Sponsorenkarte im Stapel, den wir eventuell finden oder nicht. Der gehört eben hierbei. Genau, last but not least. Vor last but not least. Also wir haben hier, ihr seht ja hier schon, sind unterschiedliche Marker noch. Die ersetzen einfach die Marker aus dem Grundspiel. Sieht ein bisschen schöner aus. Wir haben hier die Ticket für die Ticketleiste. Hier so schöne Ticketmarker. Da oben den Artenschutzpunkt. Und das hier sollen die Hüte sein, also die für die Rufleiste, also die Quasten. Mhm. Genau, also das ist reines optisches. YouTube-Zuschauer. Optisches Add-on. Ja. Optischer Mehrwert, aber die lassen sich jetzt auch ganz gut stapeln, falls man doch mal irgendwo auf den weiteren Feldern Platz braucht. So, und jetzt wirklich last but not least, wir haben noch 20 neue Aktionskarten beigepackt. Und die verdraften wir jetzt auch gleich als erstes. Diese Aktionskarten geben erhöhen die Asymmetrie im Spiel, geben jedem Spieler eine verbesserte Grundaktion, ne, pro Karte und sorgen so eben für noch mehr Wiederspielreiz und Abwechslung. Und ich könnte die jetzt alle durchgehen. Ich hoffe, sie sind halbwegs selbsterklärend. Wenn einer gleich eine Frage hat, einfach losschießen. Das Zeichen hier oben soll nur in Kurzform ein Reminder sein, was die Karte anders macht. Also die zum Beispiel macht immer, wenn man während man diese Aktion ausführt, Geld bekommt, bekommt man 3 Geld mehr. Mhm. Das ist nicht nur, wenn man Pause macht, das ist das Offensichtlichste. Na klar, ich mache Pause, bekomme 3 Geld, bekomme ich 3 zusätzlich, sondern kann auch ausgelöst werden, wenn man zum Beispiel den Ornithologen, die Ornithologin spielt, die einem ja dann auch 3 Geld bringt, kriegt man auch hier wieder 3 Geld zusätzlich, weil es während der Aktion ausgeführt worden ist. Zum Teil sind die auf der Rückseite ein bisschen anders. Also es lohnt sich auch durchaus, beide Seiten dann einmal anzugucken. Und hier haben wir 20 verschiedene von. Und jeder von uns spielt mit 2 davon. Und welche 2 das sind, das wird über einen kleinen Draft entschieden. Das heißt, jeder bekommt jetzt 3 Karten zufällig, sucht sich eine davon aus, gibt 2 Karten zur Linken weiter, behält dann wieder eine davon, gibt die letzte Karte weiter. Und von den 3 Karten, die dann jeder hat, sucht man sich 2 aus. Und mit denen spielen wir dann das Spiel. Sehr, und die anderen werden dann durch die Standardkarten, durch diese Nuller ergänzt. Genau. Die man nicht hat. Aber dann brauchen wir. Also vielleicht noch als letztes Wort dazu, um hier ein bisschen Text zu sparen auf den Karten, sagen die jetzt, also steht auf den Karten nicht mehr drauf, von wo die Karten gespielt werden. Also hier steht ja jetzt nur noch Spiele Tierkarten aus. Früher stand drauf, Spiele Tierkarten von der Hand aus. Das haben wir ergänzt oder ersetzt durch dieses Symbol. Und das Symbol bedeutet immer, man kann die Karten von der Hand aus spielen. Wenn man sie jetzt umrüstet, haben wir hier noch das Symbol, was bedeutet, man kann sie in Rufreichweite gegen Geld ausspielen. Das steht halt nicht mehr im Text drin wie früher, sondern ist eben über die Symbolik hier geregelt, falls ihr euch wundert, was das bedeutet. Mhm. Und eine Konsistenz zu haben, ist sind auch nochmal 20 Standardaktionen sind auch nochmal mit drin, eben mit der Symbolik, damit man da eben einheitlich ist. Oder vielleicht mit 5 Spielern spielen möchte. Oder wie auch immer. Die Nullerkarten damit man da genug Aktionen hat. Ja, die brauchen wir gleich nochmal, um aufzustocken. Ja, und dann könnten wir jetzt anfangen. Also jeder hat 2 Maps bekommen, von denen er sich eine ausgesucht hat. Das ist jetzt die Startposition. Wir haben hier auch 4 zufällige Basisartenschutzprojekte schon hingelegt. Der nächste Schritt wäre jetzt der Draft von den Aktionskarten und dann das Aufstocken mit den Nullern. Die Zielkarten sieht man erst ganz zum Schluss? Die sieht man, wenn man die anderen Karten auch bekommt. Also noch nicht jetzt. Also noch nicht vom Draft. Genau. Das sind ganz alte, die kommen weg. Was habt ihr so für Tiere als Marker? Du hast da Katzen. Katzis? Oder was soll das sein? Ja, das ist die Preisfrage. Also in Essen habe ich die Leute raten lassen. Wer es richtig geraten hat, der hat eine Karte bekommen. Hat aber keiner.
Was? Ein Lemur. Eine Primaten. Also ich lasse euch auch ran. Ich habe es euch noch nicht verraten. Also es ist ein Tier, was es auch auf einer Karte im Grundspiel gibt. Das, was Marcel da hat, ja? Zeig mal. Wer im Schild weiß es? Das. Sind das diese, die auf Stibitzen drauf fahren? Diese? Nee, ne. Das sieht so ein bisschen Gepard aus. Wie also wir haben hier, Gepard ist falsch. Noch kein Lemur oder sowas. Ne? Also wir haben hier, ja, das hier sind Affen. Ne? Also ein Lemur, ja, ich würde sagen, das könnte wirklich ein Lemur sein. Dann das ist, glaube ich, und das Blaue ist auch relativ eindeutig. Aber das Rote? Aber das Rote, was könnte es sein? Tja, was könnte mich hat er nicht sein? Gefragt vor Ort. Ja. Rotfuchs. Sorry. Ne? Es ist kein Rotfuchs. Leopard. Den gibt es halt nicht als Spiel. Bobcat. Als Karte im Spiel. Luchs. Nein. Ja, ich gehe gerade alle Karten in Gedanken. Ja. Das kann nicht der Maske. Das kann auch nicht der Tiger sein. Nein. Ja. Schakal gibt es auch nicht. Für einen Wolf hat es so einen langen Schwanz. Gibt keinen Fuchs. Kein Fuchs. Ja. Rote. Da ist es. Roter Panda? Ja. Nein, echt? Ja. Ja. Der rote Panda. Hands up, ich nehme die Karte und stellvertretend für dich an. Nicht schlecht. Mhm. So, dann mische ich die hier nochmal. Mhm. Dann können wir, glaube ich, auf die andere Kamera wieder umschalten. Ne? Gerne. Was war dieses Symbol her? Beutel 2. Ah, okay. Also so Karten abschmeißen um zwei Attraktionen. Ja. Entschuldige mich für die wackelige Kameraführung, aber... Mickey. 3, 3, 3, 3. Mhm. So, die können schon weg. Und da sucht ihr euch jetzt eine von aus, gebt das weiter und dann... Verbannt. Jetzt hilft es natürlich, wenn man die Originalkarten kennt, weil dann weiß man natürlich, also das, was ungefähr so neu genau, ist. Genau, also man sieht oben an dem Symbol, sieht man ja, was es macht. Also das ist genau, das, was unterschiedlich hier ist. Hier fehlt halt die untere Reihe. Ne? Genau. Ja, das ist so der Kurzeffekt. Also das versteckt sich in der Regel nicht in dem Text, was geändert ist, gut, sondern... Oh ja. Was hier und hier sind ziemlich schnell, dann kann ich hier einmal durch. Ich nehme mal die hier. Verstehst du? Mhm. Dann kommt man hier, muss man nicht so, dann macht man... Die würde ich dann weitergeben. Der Impuls war. Was will ich nicht zeigen? Flo, große Auswahl. Ja, gut, das ist schon mal unterschiedlich. Tier, Karten. Was macht das? Gutes Einkommen. Da ist immer bei 5 ist. Also erst bei 5. Ja, was war das andere? Und das hier ist. Da ist plus 1. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Mhm. Noch mehr davon. Dann ich behalte die. Ne? Die geht weg. Geil. Die geht auch weg. So, kannst du mal gehen. So, jetzt hatte ich. Was bauen muss auf 2 was? So, das hier sind die Standardkarten, genau. Also, welche brauchst du? Ich brauche Karten. Du brauchst Karten. Tiere. Und Tiere. Ich bekomme Karten bauen. Wühlen war abschmeißen eine, oder? Wie war das? Wühlen ist eine Karte, entweder von der Hand abschmeißen und eine neue ziehen oder aus dem Display ablegen und dann wird nachgelegt. Also der Hate dropped. Tiere muss auf 2? Dann gehört das dann. Nee, das Tiere auf 1 und der Rest wird zufällig gemischt. Das Ding früh zu spielen. So, was braucht ihr noch? Welche hast du? Ich habe 1 und 4, also Tiere und Bauen. Ich brauche 2, 3 und 5. Hier, bei mir ist keine einzige Bauenkarte. So, nein, das hat da nichts mehr zu tun. Nein. Nee. Hier. Achso, wir sind durch. Nummer 0 ist die Basiskarte. Achso, und dann gibt es 1, 2, 3, 4 von jeder, von der jeweiligen Sorte. Also wir können die jetzt einmal durchgehen für den Chat oder für dich oder für euch, für uns. Nee, das ist Bauen, Tiere und Sponsoren. Ich hier noch. Nee, Sponsoren brauchst du noch. Hier, ne? Genau. Das sehe ich. Habt ihr eine Discard noch? Ja. So. Die mischen wir aber ganz normal. Das ist nicht so, dass die besonderen Karten... Also die Tierkarte kommt auf 1, wie gehabt, und die anderen werden einfach gemischt. Und dann... So, ich habe die neuen Karten nochmal gekonnt nach unten gemischt.
So, jetzt kriegt jeder 8 Karten, wie gehabt. 3, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 6, 7, 8. Jetzt könnt ihr euch auch die Endwertungskarten angucken und die und dann, wie gehabt, auf 4, 4 runterlegen. Mhm. So, und kein Stress jetzt. Die ersten Fehler macht man, glaube ich, ganz am Anfang, die wichtigsten. Ne? Genau. Aber ich habe so viel Stibitzen auf den Karten, ich kann gar keinen Fehler machen. Das ist ganz nett. Ja, das hier haben wir gezogen. Okay. Das sind die beiden Karten. Die Wertungskarten. Oh ne, die haben wir gar nicht. Die da. So, wir hatten ausgelost. Gelb fängt an. Mhm. Das ist eigentlich ganz gut, oder? Unsere Baukarte, unsere Karte. Und das auch. Wie krieg ich mal diese? Hm. Wir müssen ja, die muss ja später entscheiden. Mhm. Ja, genau. Wo musste man das nochmal entscheiden? Hier mal sehen. Ja, aber man kann ja schon mal gucken, auf welche Karten man hier so spielt. Ich will halt gerne noch auf der Siegpunkte also ziemlich schnell nach vorne, weil drei Paar Währungs. Dann haben wir das Problem auch rein. Also wäre eine Idee. Ich versuche das mal so. Und dann müssten wir. Wie kommen wir da nach vorne? Tja, dann. Also die da, das finde ich immer auch eine gute. Hm? Das da. Ja. Das ist auch nicht ganz gut, ne? Das ist ja der Moment vom Spiel, den ich liebe. Dieser Anfang immer, dieses ne, vor sich hin draften. Oder nicht draften, sondern jetzt erstmal auswählen. Das war das, was man haben musste, oder? Mhm. Voraussetzung. Das ist bisschen wie so, wenn du im Kino sitzt und deswegen, darauf wartest, dass der Film anhört. Hier könnte ihre Werbung laufen. Na, das ist schon. Der gibt uns das, das Symbol? Das ist doch, das haben wir im Grunde schon. Ich möchte mal hier mit deinem Äffchen. Mhm. Hm. Ja, ich hab's nur. Ja, ja. Weit wie möglich. Dann wuchs in der Auslage, glaube ich. Ach so. Hier ist Ablage. Ja. Wir könnten nur rutschen mal noch ein Stück. Ja, ja, du musst ja auf 4 ja. Karten runter. Ich würde meine gerne nach rechts. Kannst du oben drüber legen. Ablage ist hier. Ja. Ja, wir könnten generell noch ein bisschen nach oben eigentlich gehen mit allem. Ne? Aber ja. Momentan haben wir hier noch viel Platz. Ja. Ihr könnt den entweder Tisch. Nö, schiebt einfach hoch. So, ja. Und dann bin ich hier. Also klar, wenn wir natürlich ja oben jetzt auch extra Ziele hinkriegen, dann haben wir ein Problem. Aber ja, stimmt. Das ist ja blöd. Deswegen lacht das ja auch so. Aber das können wir wieder ein Stück runter. So passt es noch. Genau. So müsste es gehen. Ne? Das stimmt. Können wir denn das Board ein bisschen hochschieben? Oder ja, ja, das machen wir sofort, wenn das hier wieder liegt. Ja, 80 Leute nach dem Halb 1 ist zum Zeit. Grüße! Ja. Das müsste ja eigentlich auch gar nicht da liegen. Aber und jetzt sieht man nämlich zumindest eure Karten dann. Das ist doch, glaube ich, ganz gut. Das wird ja wieder hier mit triggern. Brauchen wir aber eher, wir brauchen hier brauchen wir dafür trotzdem. Ja, den müssen wir, aber da können den wir das Symbol ja da oben noch drüber holen. Ja, genau. Und dann den da und hier, da können wir auch das Symbol, oder? War das nicht? Du hast 4 Karten zum Schluss, ne? Ja, ja. Das ist so, schön, dass so viele dabei sind und bitte keine Beschwerden, dass der Tisch nicht perfekt so ausgerichtet ist, dass man alles sieht. Das ist hier kein Werbestream, das ist hier ein und dann haben wir das. 5 Dudes spielen ein Spiel nachts um 12 Stream. Ja, ihr müsst noch discounten, haben alle oder nein? Nee, eine Frage. Ihr habt noch. Das sind alles die.
Das ist natürlich auch hier, ne, wenn wir das da loslegen. Mhm. Auch ganz cool. Da vorne wird zu zweit gespielt, ja. Ja, natürlich. Macht ihr mal. Mhm. Viele Köche verderben den Brei. Mit meinen Sympathien kann ich hier richtig. Die letzten beiden habe ich sogar gewonnen. Die warst du jetzt in beiden? Ich habe 5 Partien, alle verloren, die ersten. Sollen wir in der Zwischenzeit die Fähigkeiten nochmal durchgehen? Also ich fange mal hier bei dir an. Also du hast einmal bei deiner Bauenaktion besagt, immer wenn du baust, dann darfst du für 3 Geld einen zusätzlichen Kiosk bauen. Ja. Auf der Rückseite übrigens dann für 2 Geld. Ja, das ist kein Riesenunterschied, aber im Prinzip darf man den umsonst bauen. Und die Sponsorenkarte hier besagt, du darfst zusätzlich eine Sponsorenkarte für 4 Geld abwerfen. Das heißt, ja, und das darf man auch vor oder nachher machen. Auf der Rückseite wird der Effekt noch ein bisschen spannender. Da darf man dann eine beliebige Karte abwerfen, um auch wieder die 4 Geld zu kriegen. Oder die Stufe der ausgespielten Karte um 2 zu reduzieren. Das ist dann im Prinzip wie 2x-Marker, wenn man so möchte, ja, ne? Ja, für die jeweilige Aktion. So, was haben wir da vorne? Da vorne haben wir einmal die Tiere-Karte, die es erlaubt, wenn man 2 Tiere spielen dürfte und spielt aber stattdessen nur 1, darf man bei dem Tier eine Voraussetzung ignorieren. Oh, schön. Und dann haben wir auf der Bauen-Karte die Möglichkeit, für 2 Geld ein Wasser- oder Felsenfeld zu überbauen. Auf der Rückseite von der Karte bekommt man sogar 2 Geld, wenn man ein Wasser- oder Felsenfeld überbaut. Man muss keins mehr bezahlen, sondern bekommt Geld dafür. Und bei der Tierkarte ist es genauso wie auf der ersten Seite, aber eben schon ist schon früher möglich. Mhm. Mächtig. Nicht schlecht. Genau, so, dann haben wir bei Flo, X-Marker? Ah ja, genau. Also du hast bei der Verbandsaktion, die sagt, wenn du quasi überbezahlst, also wenn du jetzt auf... Wenn du sie auf 4 auslösen würdest und würdest dann eine 3er-Aktion machen, um dir zum Beispiel einen Partner zuzunehmen, kriegst du zusätzlich einen X-Marker. Das ist ja schön, weil das ist ja immer dieses Ungute, dieses, ach, mir verfällt da was. Ne? Ich will es ja eigentlich. Ne? Genauso wie wenn man das auf 5 auslöst und sich eine Uni für 4 nimmt, bekommt man auch einen X-Marker. Und auf der Rückseite hat die einen anderen Effekt. Ich hoffe, du hast es gelesen schon. Aber natürlich. Ja, und die Rückseite sagt jetzt immer, wenn du spendest, dann zahlst du 1 Geld weniger für jeden X-Marker im Vorrat. Das heißt, wenn man sich am Anfang die X-Marker holt mit der Karte, dann kann man bis zu 5 Geld sparen beim Spenden. Die andere Karte bei dir ist die Kartenkarte, die... Zuschnappen erlaubt einfach schon. Genau, das ist die Karte, die deutlich früher zuschnappt. Also anstatt auf 5, wie es Standard ist, kann man hier schon auf 3 zuschnappen und auf der Rückseite sogar auf 2 und kann auf 5 dann nicht nur eine Karte schnappen, sondern sogar 2. Sehr schön. Genau, ach so, ja, meine. Also ich habe einmal eine, die Tierkarte, die es mir erlaubt, nachdem ich Tiere ausgespielt habe, noch eine Tierkarte in der Mitte zu markieren. Und die andere Karte, die ich habe, ist die Sponsorenkarte. Bei der darf ich zusätzlich eine Sponsorenkarte von der Hand abwerfen. Nicht um 4 Geld zu machen, sondern um eine Sponsorenkarte aus der Auslage zu nehmen. Und das kann man auch sogar vorher machen. Das heißt, ich könnte das zuerst machen, also zuerst eine Sponsorenkarte abschmeißen, mir eine Sponsorenkarte nehmen und die ich dann genommen habe, auch schon ausspielen. Okay, das ist ein Zuschnappen aus der kompletten Reihe, ne? Nicht ungefähr, nicht bis. Ja, genau, aus der kompletten Reihe. Und auf der Rückseite funktioniert die Karte wieder ein bisschen anders. Hier ist der Effekt dann nämlich nicht mehr, sondern auf der Rückseite darf ich, weil dann kann man ja sowieso aus der Mitte spielen, dann allerdings in Rufreichweite. Die Rückseite sagt hier, wenn ich Pause mache, darf ich zusätzlich eine Karte abwerfen, also irgendeine Karte abwerfen und dann noch eine Sponsorenkarte gegen Geld spielen. Ja, also das ist, man kann also Pause machen und eine Sponsorenkarte spielen, kostet allerdings eine extra, also muss man dafür noch eine andere Karte abschmeißen und Geld bezahlen. So, das sind meine Entwertungskarten, die kann ich mal irgendwo hier bunkern. So, und dann, discarded, dann können wir ja jetzt hier mal anfangen, hier ist sofort ein Tiger, noch ein Tiger, ein Flamingo, so. Na gut. Dann. Flo. Einmal kurz drüber scannen. Tiger. 2 Tiger, da habe ich am Anfang. Meine Güte, wer soll sich das leisten? Die tue ich zusammen mit meinen Alpakas und dann gucken wir mal. Und dann machen wir das gleich mal damit, ne? Gut, sehr schön. Die Leute, so. Für die ultimative Zukenntnis ist jetzt hier aber auch super Chat auf jeden Fall.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, dann fange ich einfach mal an. Ich mache eine Bauenaktion und baue das Kleintiergehege für 3. Also für 6. Du meinst den Streichelzoo? Den Streichelzoo, ja, genau. Der ist hier nicht drin. Wo ist der? Hier einsortiert? Ist der vielleicht hier drin? Ja, da liegt er. Ich habe das hier nicht sortiert, aber das hast du meine P. Dankeschön. Pinguin draufgegangen. So, wenn ich den Streichelzoo hier ranbaue, bringt mir das ja nichts mit der höheren Kapazität, ne? Korrekt. Also daher fangen wir mal irgendwie interessant an. Ja. Kommst du einen Ruf? So, also, genau. Dankeschön. Ich mache Verband und hole mir Asienpartner zu. Verband klingt gut, mache ich auch. Nee, Moment, reicht mir noch nicht ganz. Haha, dann muss ich bauen. Bauen tue ich auch. Ja, aber so eine Kameraführung auf der World Series of Board Game? Nee. Da hatten die alle so eine Kopfkamera. Mhm. Ich baue einen Viererzoo. Bauen. Ein Vierergehege. Und zahle dafür 8 Geld. Kriege 2 wieder. Und das Vierergehege platziere ich hier und jetzt darf ich ja, Moment, nee, ich möchte es anders platzieren, das geht leider nicht gut. Na gut. Andersrum auch, ist leer noch. Ja. Ja. Das geht leider nur so, aber dann kriege ich noch einmal eine Karte auf die 1 schieben. Die muss möchtest du dann deinen Kiosk noch bauen? Den Kiosk für 2 Geld mehr, das ist richtig. 3 Geld, dann muss ich da nochmal um Wechselgeld bitten. Kann noch einen Kiosk. Ja. Danke dir. Bauen. Den platziere ich hier. So, Kiosk, nicht Pavillon. So. Gut. Und ich kann, die Karte kommt jetzt auf 1 und dann kann ich eine weitere jetzt Karte. Jetzt kannst du eine ausfuchsen. Also clever heißt das, ne? Ja. So. Okay. Mhm. Clever auf Englisch, auf Deutsch ausgefuchst, ja. Mhm. Naja. Wir haben uns überlegt, dass wir auch das Bauen nehmen. Bauen ist auf 4. Dementsprechend können wir also maximal einen Vierer bauen, 2 Vierer. Ne? Dahin überbauen einen Teil und zahlen 8. 8, gell. Und den, genau. Und den Kiosk, den habe ich mir noch nicht überlegt. Kann ich den mit meiner Fähigkeit... Kiosk, kannst du denn einen Kiosk dazu bauen? Nein. Du hast eine andere Fähigkeit. Na, du könntest, wenn du 2 Geld mehr bezahlst, kannst du, genau, dann könntest ich du ja das halt über Wasser oder Felsen bauen, so zum Beispiel. Aber ja, das ist jetzt. Aber das ist ja der hier. Ne? Genau. Ja. Also den musst du ganz normal setzen. Und den kann ich aber nicht da drauf setzen. Nee. Oh. Und wieder zurückgängig. Nein. Das ist fast gar nicht schlimm. Ich muss auch kaum weinen. Das hier ist einmal Karte. Das ist Karte vom Stapel oder halt ja, den, genau, den Tiger hier. Genau. Warum ist das jetzt offen hier? Was ist hier passiert? Ich habe die Ablage einfach komplett umgedreht. Bleibt sie zu? Ja, also ja, aber gut, das kann man so machen oder so. Aber wir haben sie eben vor 2 Jahren auch schon. Ja, ja, ja. Ist there something in the rules? Nein. Ja, doch, es ist... Die haben wir wirklich schon mal, ne? Also in den Regeln steht, der Ablagestapel ist offen, aber das steht nur da drin, damit man das nicht vertauscht. Mhm. Da wir ja jetzt hier nicht super kompetitiv spielen, können wir den auch ruhig offen lassen. Ja, also wenn man kompetitiv spielt, lässt man den halt zu, damit nämlich jede Karte irgendwie discarded wird, nochmal irgendwie, was hast du discarded, lass mich das nochmal sehen. Wenn alle nochmal angeguckt. Und dann, ja, und solche, das dauert dann halt einfach 3 Millionen Jahre extra. Wird das mit Schachuhr gespielt? Nein, Wölzeris war nicht mit Schachuhr. Mhm. Geht hier auf die 1. Ne? Pause 2. 1, 2. Und dann nehme ich mir mal hier mit zuschnappen. Ist das jetzt einfach eine Kaffeetasse? Ein Zwergfarbingo. Das war schon immer eine Kaffeetasse. Ja, das ist die aus dem Grundspiel. Da ist keine neue dazugekommen. Ich habe meinem nur so ein gelber Marker drin. Bei mir dir gefehlt. Next. Ah, das kann natürlich sein. Stimmt, das kann sein. Und ich glaube, in deinem Spiel fehlte auch ein Bonusblättchen. Das kann sein. Das habe ich nämlich zu Hause noch gefunden. Hast du mitgebracht? Nein, das ist. Ich weiß auch nicht, wo es ist jetzt. Das tut mir leid.
So, was sind wir jetzt hier? So, was ist jetzt da passiert? Was, ach so. Ne? Ja, ich... ist keine Welle drauf, ne? Nee. Nein, nein, ich baue mal hier für 6 Geld ein Dreiergehege. Bekomme ich 4 wieder. So, der wird dann früher oder später das hier einziehen. Ich kann es ja schon mal zeigen. Ja, also wenn es interessiert, was ich behalten habe. Ja. Oh. Oh nein! So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe für 6 Geld bezahlt, jetzt kriege ich ein Dreiergehege. Oh, du hast das Gerät hier weggenommen, ne? Das war schlau. Dreiergehege. Drei ist da oben in der Ecke. Ja. Und das baue ich hier auf den Ruf. Gehe hier noch einen hoch. Okay. Mhm. Dann baue ich auch nochmal für 4 Geld. Und für 2 Geld noch ein Kiosk. Macht da zusammen 6. Baue ich erst ein kleines Aquarium. Mhm. Das baue ich gerne. Oh, schwierig. Ja, hier hin. Und noch ein Kiosk. Also sind das 2, 4? Ja, 7 müsstest du dann bezahlen. Jetzt wird es allerdings schwierig mit dem Kiosk. Ach so. Ja, 3 kostet es extra. Den Kiosk kann ich doch hier legen. Das geht. Und theoretisch auch hier. Ja. Ja, dann aber also 2, 4, 5, 6, 7, also kostet 3 wieder. Genau. Und den Kiosk, den lege ich dann, danke, lege ich hier auf den X-Marker und dann nehme ich mir davon ein. Mhm. Sehr schön. Dann würden wir gerne Tierkarten ausspielen. Mhm. Brauchen wir am Anfang nur eine. Und zwar das Lama. Falsch? Nein. Oh, das ist so süß. Für 10. Nachher kommen noch Alpakas. Mm. In dieses Gehege. Dann drehen hier manche durch. Genau. Und Eigenschaft? Ist ein Herrentier, aber das passiert. 2. Hilft gerade nicht weiter. Genau. Ja. Es sieht so ein bisschen so aus, als würde das da auch nicht bleiben. Nee. Das bleibt da schon, aber kommen noch andere Herrentiere dazu. Ich nutze die Verbandsaktion. Oder? Oder habe ich was halt wieder? Ja, wenn du jetzt ein Vierer-Herrentier noch hast, dann musst du das zuerst spielen. Ach so? Ja, ja. Du guckst, wenn du ein Herrentier spielst, ob du schon eins von der Größe hast. Nicht, ob du ein Gehege irgendwo hast, wo das passt, sondern würdest jetzt gucken, okay, ich habe hier ein Zweiertier, ein Herrentier mit Größe 2 und dann... Ach so, ich dachte, wenn du jetzt ein Vierer-Herrentier hast, müsstest du das zuerst spielen. Weil sonst, das hätte ich ja gar nicht dann spielen müssen. Und sowas. Dann wäre es andersrum besser. Dann wäre es andersrum natürlich sehr viel besser. Wenn du das natürlich jetzt auswildern kannst, ist das Gehege wieder frei. Das wäre dann ganz gut. Aber ja. Deshalb meintest du, es wird nicht lange bleiben. Ja, weil sonst macht das nichts. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich habe das mit den Herrentieren ehrlicherweise verpeilt, dass man ja Herrentier 4... Ja, und also, Herrentier 2. Weil das Spiel merkt sich nicht, welches Tier in welchem Gehege ist. Das heißt, Herrentier funktioniert halt so, wenn du das spielst, guckst du, habe ich schon ein Herrentier mit der Größe, die gefordert ist, oder nicht? Dann habe ich einen Pflanzenfresser mit der Größe, die gefordert ist, oder nicht? Achso, ich meinte also, das Herdentier 4 hätte ich dann erst in das Herdentier. Ja, also und dann kannst du das, dann könntest du das dabei spielen, aber andersrum halt nicht. Das ist ich verstehe. Bisschen, und deswegen, okay. Kannst du das und du kannst es noch zurücknehmen. Wegen mir ist das egal. Aber ja, natürlich die Frage. Ich habe ja das gemacht. Ja, dann nehme ich das nur zurück. Zack, zack. Und die 10 Geld? Ja, die kriegst du natürlich nicht. Aber dein Gehege darfst du noch mal umdrehen. Ja, der Kartenstapel ist schon hoch, ja. Ja, aber da kriegen wir was gegen gemacht jetzt. Und da kommen noch mehr Karten dazu, glaube ich. Liegt da eigentlich eine Karte auf der 6. Position? Hier? Ja, liegt dort die Hilfe. Guck da. Ah, warte tatsächlich. Der versteckt sich gut. Ah. Sehr gut. Ja, gut. Oder auch nicht. Das lief, das ist natürlich ein Abenteuer, oder? Ja, also man muss ja auch nicht alle Karten da hinlegen. Ne? Wenn ich jetzt mit Sleeps spiele, dann holt man dann halt von... Dann ist es ungefähr so ein Staffel sonst. Ja. Ne? Droht auch so. Verbandsarbeit brauchen wir auf. Ja, wir müssen jetzt Sponsoren oder Karten nehmen. Was nehmen wir da? Wir machen Sponsoren und machen Pause. Warum ist im Upgrade keine bessere Kaffeetasse? Was stimmt denn mit der Kaffeetasse? Ist doch super. Ich finde die schick. Besser als die ich habe. Es bleibt nichts anderes übrig. 5 Geld. 5 also. Geld. Pause 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Verbandsarbeit. Und zwar nehme ich mir für 4 das hier. Dann kriegst du aber keinen X-Marker. Dann kriege ich keinen X-Marker. Das fühlt ist sich das Problem. Jetzt aber so an wie eine Verschwendung. Ne? Irgendwie so ein bisschen. Hätte ich es nicht gesagt. Ne? Ich krieg bitte 2 Ruf. Was bist du denn? Gelb. Gelb. Hast doch schon einen hier. Und ich bin fertig.
Dann bin ich ja schon dran. Ich möchte. Was denn da? Guck da nicht so hin. Du hast deinen Arbeiter aber vielleicht auch noch so. Ja, das stimmt. Ihr habt jetzt beide Sponsoren oben, ne? Da muss man ja jetzt echt schon ein bisschen aufpassen. Nee, dann spiele ich jetzt lieber erstmal mein Tier hier aus. Und zwar wird das hier mein blauer V für 15, weil ich ja den Partner zu habe. Mhm. Jetzt sieht dementsprechend die auch. Verbandsarbeit viel auch machen. Bitte? Klar, ja, doch, könnt ihr. Da kann immer noch einer rein. Selbst ich könnte noch welche reinsetzen, aber beim nächsten Mal muss ich zwei gelbe halt reinsetzen. Man blockiert sich höchstens selber. Ich kann, die anderen könnte ich sogar auch mit einlösen. Mach mir das und das noch. Mhm. Genau, dann würde ich insgesamt 8 Tickets kriegen, dann gehe ich auf 9. So, genug zu kämpfen als erstes. So. Und also markieren, sorry, ich markiere mir hier mal noch den Tiger, ja, ja. Falls wenn der rausgeht, gleich rausgeht. Ne? Ich stehe tatsächlich. Ich werde Verband 4 machen. Mhm. Nehme mir die Forschungsuni. Mhm. Natürlich. Und damit kriege ich den hier noch dazu. Warum das? Na nee, Moment, das ist ja da hinten der. Nee. Wo ist denn der? Was möchtest du denn dazu? Wie man die hier dazu kriegt. Ja, das kriegst du über, also die Männchen kriegst du darüber, da kriegst über du einen Verband weiter. Zum Beispiel. Und hier kriegst du einen dazu. Das ist schon zu lange her. Und hier. Ja, genau. Also es gab bloß einfach zwei. Und hier manchmal auch hier. Wenn du den zweiten Uni machst, darfst du eine Karte aufrüsten. Ja, genau. Ne? Marcel ist dran. Ja, und jetzt kommt Verband. Mhm. Deswegen. Verband 4. Zweite Uni, dritter Partner zu. Das heißt, er geht da rein. So, welche Uni darf es denn sein? Die rechte, also die da. Australien? Hä? Achso, das soll ich hier nicht. Die da, genau. Ah, okay. Ich dachte, also die kriegst du nicht, dann die wird einfach runtergelegt. Dann nehmen wir die Herdentiere erstaunlicherweise. Die Pflanzenfresser? Ja, genau. Okay, so das heißt, du kriegst jetzt die und jetzt decke ich dir von oben einen Pflanzenfresser auf. Gerne. Nein, nein, nein. Ah, der rote Panda. Der passt schön. Oh. So und die kommt runter, ja. Das kann man jetzt so machen. Oder? Ja. Wir werden sie wahrscheinlich nicht durchspielen. Gut. Ich mache die Sponsorenaktion und zwar spiele ich das Vasa Kleintierprogramm. Dafür brauche ich 3 Ruf. Mhm. Genau. Gut, ich bekomme noch nichts. Geld aber, kriegst du nicht. Ne, aber genau. Immer wenn ich die Aktion Tiere nur Kleintiere ausspiele, darf ich ein weiteres Kleintier zu normalen Kosten ausspielen. Das heißt, Moment, lass mich ganz kurz überlegen. Haha, sorry. Ja, ne? Mhm. Spielst du erst Tiere? Ich spiele erstmal Tiere, das ist ja logischer. Ne? Dann spielen wir doch erstmal das Bennett-Känguru. Möchtest du beuteln? So, und wenn ich beutel, dann packe ich jetzt was drunter und kriege dann 2 weitere Tickets, ja. Ne? Also kriegst mindestens, also du müsstest jetzt 7 bezahlen, ich helfe dir mal, ne? Mhm, genau. Das stört es auch einfach. So, dann kriegst du hier 3, 1, 2, 3, wenn du beutelst, noch 2 extra. Ich gebe sie dir mal. Ich gucke mal ganz kurz. Ja, verdeckt. Ach, verdeckt, okay. So, gut. Der gute, der gute, ja, ich weiß. Oh. So, habe ich dir hier 5 Tickets hast du gekriegt. Hier ist Dankeschön. Das Ding ist markiert. Super, fertig. Und dann ziehe ich 3 Karten von oben. Pause 2, 1, 2, 3 und ich muss noch eine abschmeißen. Mhm. Das ist ja. Tja. Was soll ich denn da jetzt von halten? Ja, okay. Ich schmeiß mal eine weg und zwar tatsächlich die hier. So, ich mache Pause 5. Kriege 5 Geld. Ich möchte keine Sponsorenkarte abwerfen. Ich kriege nur 5 Geld. Mhm. Ja, okay. Also wir sind jetzt einen Schritt noch entfernt. Ja, ich hätte Pause 6 machen können, aber ich will das mal auch nicht. Okay. Ja, du hast ja noch kein Tier gespielt. Mhm. Wie hoch war das Handkartenlimit? Habe ich. Darf ich 3. Darf ich das hier? Nimm danach ein Kleintier aus der Auslage nur machen, wenn ich das erste auch gemacht habe? Nein, du kannst, wenn du, also du. Also das hier ist klar. Das ist ja ein Darfs-Effekt. Mhm, genau. Also das heißt, du musst schon dieses das immer muss wenn musst genau, du erfüllen, aber ob du das hier gemacht hast oder nicht, ist egal. Ist egal für das. Ja. Mhm. Habe ich so verstanden? Marcel darf, ne? Ja. Mhm. Ja, wir haben ja alle das Problem mit den vielen Handkarten im Moment. Ja, wirklich. Fühlt sich gerade nicht so richtig befriedigend an. Warum? Ja.
Ich glaube, ich lege meine Karte, dann seht ihr sie besser mal hier hin. Obwohl da, doch, da sieht man das noch so ein bisschen. Ja, Sparta hat Schnupfen. Ich baue ein Bauwerk. Mhm. Man muss ja nur der was Größe 2. Ne? Für 4. Was bitte? Ein Bauwerk. Ein Bauwerk. Der Größe 2 für 4. Mhm. Und aber jetzt kommt noch etwas, weil ich baue das hier rüber. Und wenn ich das mache, muss das ich 2 mehr Geld bezahlen. Ja. Mhm. Dann mache ich. Und was ist das? Das ist eine Sponsorenkarte gegen Geld spielen. Ja, okay. Dann mache ich jetzt das Vasa-Kleintierprogramm und kriege 2 Geld dafür. Ja. Fertig. Dann baue ich mir für 4 Geld ein kleines Aquarium. Oh. Und zwar hier hin. Und jetzt kann ich hier noch eine Karte abschmeißen für 3 Geld. Das möchte ich auch machen. Und zwar diese hier. Pro Zug darfst du es tun. Einmal pro Zug, genau. Ja, sonst muss ich die discarden. Das ist mir ja blöd. Ich belege für 9, spiele ich, das ist zwar blöd, ja, muss ich aber so machen, 1, 2, 3, 4, 9, spiele ich ein Tier, das eigentlich nur ein Zweier ist, aber das muss jetzt raus ins Aquarium. Eigentlich nur ein Zweier ist, was meinst du damit? Nee, Tiere 4 heißt ja, ich darf... Ach so, du könntest 2 spielen, ja, gut. Nee, Tiere 5, zwei Tiere habe ich nicht, kann ich mir nicht leisten. Da könntest du eh nicht spielen. So das heißt, jetzt ein Cube Marker rein, du kriegst 4 Tickets, gehst auf 6 und darfst jetzt noch deine Sponsorenkarte auf 1 oder 5 legen. Die kommt wieder auf 5. Mhm. Und Marcel... Jetzt habe ich ein Rifttier gespielt. Ja, ich muss Pause machen, das hilft nicht. Oh, das ist unangenehm. Zuschnappen oder 3 Karten ziehen. Am Rundenende. Ich sehe ja noch keinen. Also denk dran, du musst gleich auf Karten abschmeißen, ne? Ja, ich weiß. Also. Aber ich nehme einfach 3 von oben. Keine bei, die für mich wirklich. So, dann kannst du schon mal überlegen, was weggeht. Bei mir verschwindet der hier. Einen X-Marker kriegst du noch von da, den musst du dir selber nehmen. Einmal. Mhm. Okay. Danke. Ich habe nur 3 Karten, da muss ich nichts ablegen. Eine discarded. Mhm. Du musst auch nicht. 2. Okay, dann. Gehen wir es durch. Wir sind halt hier. Jetzt werden Marker entfernt. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Hier wird wieder aufgestockt und Leute zurückgenommen. Okay. Ich, den gelben kann ich mal hinlegen. Mhm. Und da. So, die ältesten beiden gehen weg. Oh, da ist ja mein Marker drauf. Dann nehme ich den Tiger. Na, Mensch. Eine rutscht nach. Achso, du kriegst 2 kommen weg. Ja, ja. Du kriegst die Karte. Ich dachte, du kriegst 2 Geld dann. Nee, wenn die, wenn die ja, abgelegt genau. wird, schicke ich die. Und wenn die anderweitig dann die Auslage Geld, ne? verlässt, dann. Oh. Auch eine interessante Karte. Achso, ja, wir hätten ihn erstmal discarden lassen sollen, bevor wir das machen. Ja, ja. Macht ihr ruhig. So, dann gibt es Einkommen, die Pause ausgelöst hast du, das heißt, man fängt da an. 8. 8, ja. Ja, 8, da ist noch nichts. Kein Kiosk, kein. Doch, aber doch, nichts, ja, aber ist nichts dran. Daneben. Oh, bitteschön. So, bei mir sind es. Ich habe bei dir 10. Ne? 10. Mhm. Ich hätte gerne 14. Mhm. Ja, 14. Genau, und? Ich kriege, wenn ich das richtig sehe, 12. 10 und da 2. 10, 11, 12, 13, 14. Stimmt, ich habe ja das. Das sind alle schon die Mechanik. Ja, der macht nur einen, ne, weil der leer ist, aber das Ding 3 nochmal, also 14 auch. Mhm. Gut, dann kommt der Pausenmarker wieder zurück. Und dann bist du dran. Und weiter geht's. Eine Bauenaktion. Und zwar ein Zweiergehege für 4. Marcel, magst du bitte einmal ein Zweiergehege geben? Das packe ich hier drüber, dann darf ich mir einen Partner zunehmen. Mhm. Ne?
Aber andersrum, das ist leer. Sorry, ja, danke. Und zwar nehmen wir mal den für Asien. Ja. Jetzt darf ich noch eine Karte aufrüsten. Mhm. Ja, die hier. Okay. Oh, die Karten. Ich spiele nochmal Pause. Ich brauche Geld. Das Junge braucht das Geld. Nehmen wir bitte mal 10. Also du willst 5 wieder machen? Ja. Bitte schön. Und Pause 2? Nee, 5. Ach, Pause 5, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt Bock. Bei mir kommt für 5 17 Geld über die Tierkarte mit dieser mit diesem Sondereffekt, dass ich einen brauchst keinen Affen, genau. Genau. Und dann kommt er hier und zieht ins Vierergehege ein. Oh. Und dann bekomme ich 6 Tickets, 14 auf 9. Nee, bist doch auf 3, oder? 3 und 6 sind 9. Entschuldigung. Das ist schon mächtig, dass du diese Vorgabe nicht brauchst, aber es und gibt dann auch das eine Gehege, dass das wegnimmt, ne? Es gibt einen Zooplan. Genau, einen Zooplan. Und das ist nicht einfach zu spielen, finde ich. Das klingt erstmal ganz gut, aber es klingt erstmal so mega, dass man denkt, okay, das ist die Gewinnstrategie, aber es ist nicht einfach damit. Das ist richtig. Ja. Oh, Herzhaft, wurde Göttin würde sich über die Karte sehr freuen. Ich mache mal zuschnappen und nehme mal die Karte auf der 2, bitte. Das ist ein Geier, glaube ich. Den Andenkondor. Super. Pause 2, dann wird hier aufgerüstet. Mhm. Ja, ja. Ich baue mir mal ein Vierer. Quatsch, den muss ich gar nicht mit zuschnappen machen. Ich bin ja schon da oben. Haha. Ja, aber du kannst es nicht anders, weil die nicht aufgerüstet ist. Nee, aber ich kann die noch einfach mit. Nee. Nee. Weil du ja noch nicht aufgerüstet hast. Weil ich noch nicht aufgerüstet habe. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na, da fehlt ein Geld. Da muss ich es doch hier mitmachen. Kriege ich nochmal 2 wieder. Ich tausche das mal gleich um, aber. Ein Vierergehege bitte. Mhm. Und dann auch einen X-Marker kannst du mir auch gleich geben. Wenn ich das mal hier so hinbaue. Und ja, das müssten jetzt 9 sein, ne? 3, 6, die macht 9. Ich überlege gerade, ob ich noch eine discarde. Ne, mach mal. Okay. Dann mache ich Verband 3 und hole mir einen Partner zu. Ist doch gut, aber ja. Gar nicht so schlecht, dieses Verband. Ich mache Verband 4. Hole mir auch so einen Partner zu. Dann machst du doch Verband 3. Ja, aber... Also hast du hast es auf der 4. Ich hab's auf der 4. Ja. Und der kommt dann da rein. Na toll. Musste es gerade dieser Zoo sein. Was war das hier für ein Symbol? Du zahlst, wenn du ein Tier aus Afrika auf spielst Afrika oder aus Europa in diesem Fall. Ja. Was ist das? Europa? Nein, das ist nicht Amerika. Amerika. Zahlst du drei weniger. Na gut, hilft ja nichts. Das hast du jetzt leider gemacht. Das kann man nicht ändern. Den habe ich genommen. Das heißt, der ist noch da. Der hilft aber nicht weiter. Das heißt, ich mache auch die Verbandsaktion und nehme mir den hier. Kriege ich einen Ruf. 2. Und darf 2 Karten andrehen. Und ich kriege einen X-Marker bekommst du auch. Und einen X-Marker, bitte einmal. Was ja, einen X-Marker, bitte schön. Dankeschön. Und
Dann. Hätte ich anders spielen müssen. Aber gut, mein Fehler. Also ich nehme auf jeden Fall die Bauengeschichte, die ich umdrehe. Und die Kartenaktion fertig. Dankeschön. Damit ich, ne? Mhm. Ich spiele Tiere. Ja, ich spiele den. Für 8. Mhm. Das geht hier hin. So, das ist ein Riffbewohner. Der triggert jetzt seinen eigenen Effekt. Gib mir so ein. 4 Tickets? 5 wegen dem Pavillon. Noch einen extra. Ja. Und dann darf ich mir eine Karte noch nehmen in Rufreichweite. Dann nehme ich mal den hier. Mhm. Und dann darf ich auch noch eine Karte markieren. Ja, du weißt was, ich mache das andersrum. Ich nehme mir den und markiere den. So, und dann weitergeschoben. Schmeiße ich auch noch eine Karte weg für 3 Geld. Also das darfst du durch? Durch meine Zooplan. Deine Zooplan, ne? Okay. Da liegt noch der Hühner. Ja, das heimische weg. Hoftiere. Heimische Hoftiere. Und so, Olaf darf. Ja. Das ist alles noch nicht wirklich gut. Das kann ich noch nicht. Ich werde bauen. Ist zwar auf 5, aber das brauche ich alles gar nicht. Ich baue tatsächlich nur ein Zweiergehege. Und das baue ich für 4 plus 3 für einen Kiosk, macht 7. Danke dir. Und das Zweiergehege und den Kiosk habe ich dir da reingelegt. Das Zweiergehege kommt hier hin und der Kiosk kommt. Der wird. Den darf ich ja hier, aber nein, den darf ich nicht so nah dran legen. Das heißt. Ich möchte den aber auch nicht. Ich möchte ihn auf diese Karte spielen und ich darf in Rufreichweite eine Karte nehmen, ne? Wenn ich ihn hier spiele. Das heißt. Oder vom Stapel, das geht auch. Oder vom Stapel. Ich habe noch nicht so wirklich viel. Du kannst jetzt die Eule nehmen, den Uhu, dann würde ich 2 Geld kriegen oder du ziehst eine von oben. Hat mir das geholfen? Vielleicht. So, Marcel. Das Trickreich hat ja schon getriggert, ne? Ja, da kriegst du einen X-Marker noch. Ja, nimm dir den mal. Danke, entschuldigt. Wir trinken morgen keinen Koffer, aber Kaffee. Ja. Ja, wunderbar. Ich fürchte. Man braucht das Geld eigentlich. Ja, es ist höchst ärgerlich. Das ist der Satz, den die Mitspieler hören wollen. Ich brauche das Geld. Das ist ganz schön dramatisch. Schlicht so mal gesagt. Ja, Sponsoren 5. Fühlt sich immer wie ein mäßiger Zug an. Und so schlimm ist das gar nicht. Ja. Es gibt Schlimmeres. Mir fällt zwar gerade nichts ein. Okay, ich mache eine Tieraktion. Ich mache eine Tieraktion, ich habe es oben und ich spiele nicht 2 Tiere aus. Das fühlt sich immer schlimm an. Ach, aber am Anfang ist das ja auch teuer, ne? Ja, genau, absolut. Dann spielen wir doch mal einfach den südlichen Brillen-Langur. Für 9, ja. Gib ich dir mal einen. Dankeschön. Wieder. Genau, und dann kommt danach. Erstmal Gehege umdrehen, genau. Dann gebe ich dir 5 Tickets, du bist gelb. Genau. 10. So, dann habe ich ja gelernt, erstmal wird die Karte abgehandelt, ne? Ja. Das heißt, es wandert erst weiter und jetzt, dann steht er im Anschluss. Das heißt, ich darf mir das jetzt überlegen, dann darf ich die jetzt nehmen und nach hinten packen. Gut. Gut. Ich möchte Karten ziehen. Ich dachte es mir schon. Dass so, dann möchte ich eine von oben nehmen. Aha. 2 von oben nehmen. Und, oh, interessant.
Was ist auf 4? Ja, ich nehme mir den hier auch. Okay. Mhm. Und weil ich den nehme, kriege ich 2 Geld. Mhm. Und da muss ich noch eine abschmeißen. Inzwischen rutscht hier alles nach. Nee, noch nicht. Erst am Ende des, am Ende des Zuges. Ich noch nicht weiß, was. Okay. Naja, also nachrutschen kann schon, ich decke sie noch nicht auf. Ja, okay. Ich muss noch eine discarden und dann schmeiße ich noch eine weg für 3 Geld. Mhm. Eine stetige Einkommensquelle. Kriege ich nochmal 3. Den Zug habe ich bei der letzten Partie auch gewonnen. Das ist sehr angenehm, ja. Weil es sind manchmal die 3 oder 6 Geld, die einem einfach fehlen für größere. Jetzt kannst du auch decken. Mhm. Der Picasso-Drückerfisch. So, der hat eine Welle. Mhm. Das heißt, dass jetzt zum ersten Mal hier was passiert. Die wird weggespült. Mhm. Und wir rutschen die einen auf. Und als nächstes kommt Panama-Kapuzineraffe. Der hat keine Welle. Nee, aber Stibitzen. Stibitzen. Ja, wo wir von Stibitzen reden. Oh nee. Wer weiß, was kommt. Also für 10, weil ich ja den Partner zu habe. Mhm. Wollten wir nicht die friedliche Version spielen? Du hast gefragt, wir haben Nein gesagt. Spiele ich das Elfchen hier und kriege 6 Tickets. Du musst jetzt die Reihenfolge aussuchen, ne? Ja, stimmt, natürlich. 1, 2. Na gut, das sind dir voll egal. Aber jetzt kann ich stibitzen. Ich kann dir entweder eine Karte nehmen, die du mir. Naja, ich darf mir das. Nee, nee, du, ich darf dich ziehen lassen oder ich gebe dir 5 Geld. Mhm. Ja, ich meine, eine Karte sind für mich auch 3 Geld. Allerdings habe ich eine zu viel und das ist eh kurz vor der Pause. Aber ich möchte. Kannst du mir auch 5 Geld geben? Nee, also du kannst ja mit 5 Geld viel mehr anfangen als mit der Karte. Weiß nicht. Aber ich möchte dir. Oh. Er möchte dir aber spezielle Karten wenn du mir die, geben. Ja, es ist halt, wenn du mir die wegziehst, es ist eigentlich alles scheiße, außer du ziehst die, aber. Mh. Dann gib mir die. Du Hund! Ja. Hier im Kanal heißt das Dolop. Entschuldige. Ja. Ich. Eigentlich kann ich das nicht machen. Aber wir sind jetzt gleich eh wieder im Pool. Nee, du machst das. Was ist mit dir? Du kannst auch noch bauen. Relativ schnell sind wir aber eben. Ach, hier, nimm das Geld. Nimm das Geld. Haderlum. Marcel ist. Ja. Ich würde bauen triggern. Mhm. Größe 5. Das 5er sieht so aus, ne? Wenn ich das da drüber baue, dann zahle ich ja gleich. Musstest du 12 zahlen, hast aber dann. Durch die Nase. Hast aber dein Ding fertig dann. Nee, ich habe natürlich noch 2 Geld. Ja, doch. Hier. Oder was meinst du für ein Ding? Ja, du kannst das ja fertig bauen. So. Oder? Wie war das? Du kannst das so nein, legen, jetzt kriegst du einen Kiosk, legst den unten drauf. Ach so, meinst du das ja? Ja. Ja. Würde als 12 kosten, ja, ne? Ja. Ja, aber es ist ja. Ich habe ja. So machen wir das. Ich muss dran denken, dass ich noch ein Kleintier aus der Auslage nehmen darf immer. Na gut. Wenn du eins. Ne? Achso, ja, das kannst du aber. Ja, ach. Den dahin. Habe ich jetzt auch nicht aufgepasst. Ich glaube, wir haben kein Kleintier in der Auslage. Ja, doch, ne? Da und da. Ja, aber der war da. Nicht da. Du hast, glaube ich, gerade die. Ja, aber ne? Ach so, war ich das? Darum ist na, die lag aber bestimmt da. Ne? Ja, aber vielleicht hätte der was anderes gespielt. Ne? Also daher. Verpennt ist verpennt. Wir wollten es ja hart. Fertig. Ne? Ihr wolltet es hart. Ja. So, dann baue ich mal was. Ich nehme mal ein Dreiergehege und ein hiervon und ein hiervon, also insgesamt 10. Marcel, magst du mir ein Dreiergehege bitte mal auf geben? Auf jeden Fall, ich habe wieder gepennt, entschuldigt. Kein Problem. Dankeschön. Und der kommt hierhin. Das war der Plan, genau. Und der Kiosk. Na, packen wir den Kiosk mal hin. Der Kiosk würde halt da auch gut aussehen, ne? Der würde auch gut aussehen, aber ich will ja hier die maximale eigentlich auch von diesen Sachen rausholen, ne? Das ist aber mehr Geld. Der trifft jetzt aber noch nicht das Feld. Das ist aber ein Pavillon, kein Kiosk. Ja, das stimmt. Das ist der Pavillon, den packe ich erstmal hin. Es wäre eigentlich so am besten, ne? Ich weiß nicht, was du vorhast. Ja. Also den Kiosk da hinzusetzen, wenn das schon eine gute Geschichte. Ja, das kriegst du. Deshalb hadere ich.
Nicht ein so. Geld, ne? Ein Geld mehr. Ein Geld mehr für jedes. Ich ändere den Plan und mache das so. Der bleibt aber trotzdem das da? Geld, der bleibt trotzdem da, ja. Sicher? Das heißt, ja, warum nicht? Weil er hier ein Einkommen macht, kriegt, wenn er daneben für den Kiosk. Ach, der macht für den Kiosk dann? Ja, natürlich, klar, du hast recht. Dann kriegst du nochmal einen hier. Was bist du? Einen, gelb. Du machst auch nochmal ein Einkommen, okay. Und dann bin ich fertig. Ich spiele hier eine Sponsorenkarte, die Nachzuchtkooperation. Ich könnte jetzt auch die abschmeißen, um die zu nehmen und die zu spielen oder sogar die spielen oder die spielen. Die bringt jetzt nicht so viel. Also drei Einkommen extra wäre jetzt auch gar nicht so schlecht. Ach, ist das das, wo du zwei Marken bekommst, extra, die du für Sachen benutzt? Ja, okay. Die finde ich eigentlich nicht so uncharmant jetzt gerade. Ich habe ja eins, das ist eigentlich ganz gut. Das wären sogar vier Einkommen mehr. Kann so schlecht auch nicht sein. Sorry, ich habe ich muss nein, ich bleibe bei der Karte. Ich muss nochmal erinnern, ich habe mich hier bequatschen lassen. Ja, okay. Aber ist okay. Ja, du brauchst Felsen. Ich brauche Felsen natürlich, ja, ja. Deshalb, das wollte ich auch nicht da einpacken, sondern da einpacken. Aber dann kann ich das ja. Du kannst es ja trotzdem so machen. So machen zumindest. Ja, andersrum macht trotzdem. So ist auch. Ja. Ja, das macht schon mehr Sinn. So. Ja, okay. Ne? Ja, ja, besser. Ja, ich spiele die Nacht zur Kooperation und dann bist du dran. Okay. Ich spiele. Genau. Sponsoren. Mache Pause, drei. Dann kriegst du ein X-Marke und drei Geld. Ein X-Marke bitte und drei Geld. Und jetzt werfe ich eine Sponsorenkarte ab. Ah ja. Kriegst du sogar mal sieben Geld. Vier Geld, also sieben Geld. Ich kann dir drei geben und gibst mir zehn. Kann ich auch machen. Aber es zählt ja nur dafür. Ich habe sowas Falsches gedacht. Ich dachte, das zählt an das ganze Wasser. Nee, nur das, ist ja das Feld. Das liegt natürlich hier hin. Ich ja, du hast, deswegen hast du den X-Marke gekriegt, habe ich dir jetzt gehabt. Ja, ich glaube, ich habe diesen Plan noch nie gespielt. Dann so, sind wir jetzt hier. Wer Discard? Ich habe drei Karten. Zwei. Ich habe nur zwei. Was mit dir? Du hast ich habe nur so zwei. Viele, ne? Dann haben wir das erledigt. Okay, das Arbeit geht so hier zurück. Schon irgendwie. Das passt schon. Dann kann man was machen. Ja. Der Gelbe zu dir. Mhm, dann schön. Gehen die beiden Karten weg. Mhm. Die rutschen nach. Und die hat auch eine negative Interaktion. Da kommt man ja so gar nicht ran. Da ist ein neuer Affe gekommen. Und dann gibt es Einkommen. Du hast die Pause getriggert. Du Pause bekommst getriggert. 13, gut. 18, 19, 20. Ja, 20 Geld. Mhm. Ja. Marcel hat davon 12. So, den roten habe ich auf 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oder du hast alle Platzierungsbonus. Achso, ja, aber den bekomme ich doch, der kriegt einen mehr. Achso, bei null und dann. Ja, du hast halt, du hast drei Kioske, also kriegst du drei von da unten. Mhm. Dann der macht okay, einen, der macht einen, sind fünf und ja, die zwölf, okay, das sind 17. Ja. Danke. Bitteschön. So, dann haben wir hier drei plus. Was bist du, dann gelb? 16. 13, 16, ne? Genau. So, und bei dir sind es. Ich krieg 14, 15, 16, 17. Mhm. Gebe ich drei ab, nehme ich mir 20. Mhm. Dann ist Marcel dran. Mhm. Dafür kommt der wieder. Ja, ich mache Verbandsarbeit und zwar auf drei liegend. Aber wir müssen die hier noch auffüllen, bitte. Ja, ja, das können wir noch. Moment, tun. Ja, ich mache das schon. Das geht rot und grün. Und die eine Uni? Mhm. Ja, die habe ich hier. Zack. Und weiter. Also nochmal. Ich mache Verbandsarbeit auf drei liegend mit zwei Kreuzen zu einer 5. Wie? Wupp, wupp. Dann läuft er los und macht da. Was ist das? Aha. Dann kommt er hier raus. Primaten-Nachzuchtprogramm. Ja. Oh, ja. Du hast den Partner zu jetzt, ja? Ich okay, habe den und den Partner zu. Du bist rot. Dann gehst du nach hier. Und da hier für da. Zwei, dann nehme ich mir den oder die. Dann nehme ich mir, glaube ich. Du kannst dann von links noch einen, ne? Für das einen von den roten. Genau, von denen hier, ja, ja. Ein Arbeiter oder eine Karte umdrehen. Das ist natürlich auch schön. Aber doppelte Geld. Das ist immer doppelt gut. Sponsoren. Gesamtstufe plus 1 oder Geld. Ja, ich nehme noch so ein. So, hier kommen wir drauf. Spiel ich so ein Arbeiterchen habe ich genommen. Okay. Und dann noch eine Karte da oben draufsetzen. Dann nehme ich dies Katze. Das kannst du. Das bedeutet, ich brauche einfach nur ein. Irgendeine Uni. Noch zwei Ruf. Nee, hat, nee, ich die habe ich schon gekriegt. Ich kriege aber jetzt hier instant ein Zweiergehege noch. Zweiergehege.
das da. Und das setzen wir das jetzt. Jede Runde. Ja, hier. So weit. Hilfe. Und dafür gibt er noch einen Ruf. Langsam komme ich ins Spiel. Gut. Pause 2. 1, 2. Und dann nehme ich mir hier mal diesen mit Zuschnappen. Ah, du kannst zweimal schnappen. Ich kann zweimal schnappen. Frech. Und ich nehme da oben mal die Karte mit den Vögeln, bitte. Das hier? Die Sponsorenkarte. Du hast doch gar keinen Vogel. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ne? Das ist ein komischer Vogel. Mhm. Sowas aber auch. Spiele Tiere. Und zwar für 10 habe ich hier einen Brillenpelikan, der hier einziehen möchte und mir 5 macht. Und markiere mir. Tja. Okay, den Picasso-Fisch. Und jetzt darf ich im Anschluss noch die Bauernaktionen machen. Das ist diese hier. Mache ich auch. Allerdings. Für ein X und 10 und dann baue ich mir ein 5er Gehege auf den X-Marker und kriege das wieder. Mhm. Gibst du mir ein 5er Gehege bitte? Mhm. Okay. Dann bin ich doch schon wieder fertig. Gut. Dann mache ich Verband 3 und schicke ihn dahin und hole mir den Pack zu. Dann kann ich eine Karte aufwerten. Mhm. Ich versuche es erstmal mit der Bauaktion. Ich mache Karten bitte, also Pause 2. Das lag auf 5. Möchtest du ziehen oder schnappen? Beides. Beides. Eins. Du hast ihn nicht aufgerüstet. Du kannst nur. Entweder oder. Die ist nicht aufgerüstet. Oder warum hast du eigentlich keine aufgerüstet? Irgendwas? Ah, nee, du hast den Arbeiter genommen. Ich habe mir einen Arbeiter genommen. Ja. Nee, du kannst den Rufreichweite kannst du nur auf der Rückseite machen. Sonst müsstest du zuschnappen und da darfst du ja nur eine nehmen. Mhm. Ach so, ich kann nur eine zuschnappen. Ja. Oder du ziehst 3 von oben, musst aber eine noch ablegen. Matthias und deine Pinguine hinlegen, das ist für den Chat sehr extrem. Stimmt, Entschuldigung. Das passt. Dann nehmen wir, ich nehme dann die, ja, ist die einzige. Also der Chat möchte keine Lemuren sehen. Die Pinguine sind, glaube ich, süßer. Fertig? Ja, Marcel, dann wird hier aufgefüllt. Also ich brauchte nur diese Karte, deswegen ist das. Mhm. Welcher hast du jetzt genommen? Die mit dem das Panama. Apropos, es kommt das Pinguinbecken. Das ist auch nicht schlecht. Ne? Was kommt? Das Pinguinbecken. Ah ja. So, ich spiele mal die Verbandsaktion, nehme meinen Marker, packe den Marker hier hin. So, und jetzt die große Frage, brauche ich das? Eigentlich nicht. Aber trotzdem brauche ich das? Das ist ganz schön. Ich nehme also den hier, den Vogelmarker. Ja. Dann machst du erstmal die Geschichte. Du kannst dir das aussuchen, die Reihenfolge. Ja. Dankeschön. Das ist so eine Schuhschnabel. Aha. Ich hatte noch Verband benutzt. Das muss ich natürlich auch noch darstellen. Dann bekomme ich bitte 2 Artenschutzpunkte für Gelb einmal. Mhm. Und möchtest du einen Verbandsarbeiter anwerben? Dafür nehme ich einen Verbandsarbeiter.
Und stelle mir die. Ach, es ist immer wieder die Frage. Den X-Marker hast du jetzt schon gekriegt oder nicht? Den habe ich noch nicht gekriegt. Gib ihm mal einen. Ne? Es ist immer wieder die Frage, ob man dafür einen Verbandsarbeiter nimmt. Das ist wirklich so gräuslich, dass du das da vorne gebaut hast. Du musst ihn ja nicht nehmen. Auf eine ganze Karte wirklich verzichten? Es ist immer wieder. Tja. Okay. Du bist. Ich möchte auch mal ein Projekt unterstützen. Und zwar das neue Großtierprojekt, wo man jetzt nur noch eins für braucht. Das habe ich nämlich mit den Pelikanen. Oh, ah ja. Mhm. Und dafür bekomme ich auf jeden Fall auch zwei Schritte hier. Mhm. So. Auch hier die Frage. Ja. Auch hier die Frage. Das hätte ich mir natürlich schon mal überlegen können, ne? Habe ich aber nicht. Ja, ich mache Folgendes. Ich nehme den auf den und nehme mir den. Oh, aber mir fehlt ein. Oh. Was ist denn mit euch los? Ja, aber ich weiß nicht, ich habe einfach nur noch einen Ruf. Ja, ich kann den noch gar nicht spielen. Ich stehe nämlich erst auf 2. Das ist ein bisschen doof, aber ich möchte ihn trotzdem haben. Ja. Also auch haben wir als wir ihn, Verbandsmitarbeiter. Genau. Ja, auch das, auch das. Ich. Aha, jetzt brauche ich ja den scheiß Ruf noch. Ich drehe die hier um. Okay. Oh, da ist eine Welle. Lass die gehen. Das mit der Welle ist eine sehr schöne Mechanik. Und noch eine Welle. Ui, dann kriegst du zwei, die Karte. Nee, ich krieg die Karte. Schön. Und dann gibt es hier noch einen Affen, auch einen neuen Affen aus der Erweiterung übrigens. So. Ich habe ja nicht den Effekt mit dem X jetzt immer noch, ne? Nee, der ist jetzt weg. Der ist jetzt weg. Es ist zwar das Zeichen, selbe Zeichen, aber es erinnert mich einfach nur an das ist. Da das ist du kannst mit dem X, ne? War, kann genau, was machen. Richtig. Genau, ja. Ich hatte da auch diskutiert, ob man das dann nicht irgendwie noch ein bisschen expliziter machen möchte. Aber ja, aber man könnte es auch mal denken, das ist ja immer nur, normalerweise immer ja nur ein Bonus, den man immer kriegt. Sonst also das Symbol hat nicht den Anspruch, auch die Fähigkeit, ne? Ja. Darzustellen, sondern soll einfach nur ein Reminder sein, was welche Karte das ist, damit man, wenn man es halt 2-3 Mal gespielt hat, dann auf einen Blick auch sieht. Genau. Also hier zum Beispiel ist das Symbol anders. Ne? Hier kannst du eine Karte abspielen. Ja. Und hier ist dann ein anderes. Ja, ja. Also genau. Da haben sie es. Aber für die Ikonografie bin ich auch nicht zuständig. Nee. Ich spiele Karten 5 und ziehe mir einfach 3 Karten vom Stapel und muss dann eine abwerfen von den 3. Nee, du kannst auch von der Hand eine nehmen. Das ist. Da würden wir Bastian, Inga oder Frank fragen. Nee, Christoph, oder? Müsst ihr fragen danach. Der hat die Grafik gemacht, aber die haben das doch 3 mit dem bestimmt besprochen, oder? Oder arbeitet der Grafiker dann so? Ja, aber der macht das ja erstmal und dann sagen die, wenn er keiner sagt, was soll der Mist? Dann, na gut, klar, man muss natürlich demjenigen auch einfach. Aber es hat ja seinen Sinn, das auch so zu machen. Ne? Ja, also es geht ja darum, einfach nur den Hinweis zu geben. Und ja, das war's schon. Pause 2 ist natürlich. Habe ich gemacht. Hast du gemacht, super. Ich baue jetzt meinen Kapuziner. Nein, der, ist, der kann doch auch stehen. Ja, richtig. Für 11. Ja, den muss er ja zahlen. Und nutze der diese Fähigkeit. Der kostet 8 nur, ne? Weil du einen Partner zu hast. Oh ja, Entschuldigung. Dann kriege ich 3. 3 wieder. Mhm. Also 3 wieder. Also, genau. Moment. 3 wieder. Ja, danke. Das habe ich ganz vergessen. Mhm. So, und mit dieser Fähigkeit. Wupp. Lässt er dich Lotto spielen? Nee, ich hätte gerne dein Geld. Kann dir kein Geld geben. Aber Tickets hast du noch nicht bekommen, ne? Was habe ich denn jetzt verloren? Tickets. Ah nein, mein Fisch. 1, 2, 3, 4, 5. Da kannst du doch gar nichts mit anfangen. Nee. Der leckerste Fisch ist ja auch der Schnitzel. Der Schnitzel. Ich baue für 6. Ich hätte gerne ein 2er und ein 1er Gehege. Habe ich nicht. Ja, ein 1er und ein 2er Gehege. Kann man das auch nicht auch stibitzen? Das kann man nicht stibitzen, zum Glück. So, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, was ich damit anstellen wollte hier. Ich darf ja jetzt auch in die Ecken bauen hier. Okay. Was darfst du? Ach so, ja. Du legst das noch. Ich leg das noch, genau.
Puzzle. Mhm. Kommt das Einzelgehege hin. Das ist ja hier schon wieder was. Und hier kommt das. Das hier fabriziert. Ach so, hier kommt das Zweiergehege hin. Gut, oh, danke schön. Fertig. Ich mach Karten ziehen. Zieh mal eine. Zwei. Drei. Natürlich nicht. Wenn dein Fisch wenigstens ein Großtier gewesen wäre, hätten wir Freunde weg, werden wegen können. Discard. Und dann lege ich noch eine weg wegen. Hättest du mal eine Wahl auf der Hand gehabt, aber nein. Eine schmeiße ich noch für Geld weg. Und zwar. Tue ich das jetzt wirklich? Ja, hier. Drei Geld. Und eine Karte kommt nach. Migrationsforschung. Okay. Ich spiele für 18 minus 3 für 15. Mhm. Spiele ich den australischen Seelöwen in das Vierergehege. Kriege dadurch erstmal nur einen Artenschutzpunkt und 7 Tickets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich darf Handkarten bis zu 3 Stück für jeweils 4 Geld verkaufen. Das mache ich mit der einen Karte hier bitte. Dann kriege ich dafür 4 Geld und dann hätte ich gerne 5. Dankeschön. Und das war Tiere. Genau. Ich durfte 2 spielen, ich konnte aber nur 1. Dann ist Marcel. Ich hätte gern Bauen 4 getriggert. Das kostet mich dann 8. Damit. Was ist ein Vierergehege? Ein Vierergehege. Ne, Entschuldigung, 3. Bauen 3. Ich brauche 2 wieder. Dankeschön. Ein Dreiergehege. Ein Dreiergehege. Und zwar dies hier. Und das kommt an diese Stelle. Du baust damit Wasser. Genau, das kann ich. Und zahle dadurch. Muss nochmal 2 mehr zahlen. Genau, deswegen hatte ich das. Richtig, ja. Mhm. Das würde mehr Sinn ergeben. Aber weißt du was? Entschuldige. Ich nehme hast du noch die, 25 die Geld? Mach mir. Ach, du hast ja gerade Discard, ne? Oder wie war das? Ich kann ich eine Sache, weil ich das übersehen habe, ich nehme die 5 Geld hierfür nicht. Ich baue das hierfür drüber. Es ist also an sich dieselbe Aktion, aber ich bekomme einen den da. Ja. Weil jetzt nämlich habe ich dann endlich meine Karte mal umgedreht. Das ist nämlich ganz schön. Hast du wie viel hast du gerade discardet? Eine. Das hat, die 20 habe ich noch von meinem Einkommen. Habe ich gar nicht angefasst. Okay. Aber okay. Das kommt gleich. Du hast sehr viel Geld, oder? Schon aus dem Ja, der hat irgendwie so viel Geld jetzt gerade. Ne? Ja, jetzt darf ich ja bauen. Ja, dann ist es weg hoffentlich. Ne? Ein bisschen zumindest. Bauen. Matthias, rechnet das mal kurz. Nee, also wird schon sein. Ja, du hast ja so viel nicht ausgegeben. Du hast auch immer gut Einkommen. Ja, hierdurch habe ich halt etwas Einkommen, ja. Ja, wird schon sein, so, ne? Dann bin ich. Kann leider nicht sehr viel mehr machen, als dass ich erstmal hier für Tiere den Schuhschnabel spiele. Für 9. Und den einfach hier reinpacke. Nun kriegst du einen hier. Krieg ich einen da, genau, richtig. Wie viele und 3 Tickets? Und 3 Tickets, bitte. Und das war's leider. Sehr. Ja, du triggerst den noch. Ja, aber da kann ich ja, dann kann ich mir einen nehmen, ne? Genau. Aber leider nichts weiteres ausspielen. Aber ich gucke nochmal kurz, das was wäre denn den, ne? Dann, dankeschön. Eigentlich hätte ich den gerne gehabt, ja. Aber. Hier und nun, ne? Jetzt kann ich den spielen, ne?
Eigentlich nicht. Warum eigentlich nicht? Eigentlich wollte ich was anderes machen. Ihr habt alle noch, nee, du hast auch kein Geld mehr, du hast jetzt auch, ja, dann wird das schon gehen. Ja. Dann bezahle ich 2, um den aus der Mitte zu spielen. Mhm. Dafür kriege ich dann noch, darf ich mir eine Karte, Karte greifen. Hat einer schon Raubtiere? Du hast eins. Ja. Ah, ich nehme den mal und dann schmeiße ich meine Karte weg für 3. Ich schmeiße meine Karte weg für 3 Geld. Ah, genau. Das hat er nur gemacht. Und es kommen 2 neue. So, da haben wir einmal Franchise-Kette, die ist auch neu. Und hier ist noch ein Raubtier. Oh, noch ein Raubtier. Uiuiui. Ne? Okay. Darf ich dir mal gucken? Gieß jetzt ein bisschen in anderen Zoos. Achso, okay. Ich mache erstmal Karten 2 und ziehe halt noch eine Karte von oben. 2? Nee. Wo waren wir? Genau. Ja. War das die richtige Karte? Ja. Ben, wo waren wir gerade? Bei der Pause? Ich glaube, da? Dass das richtig ist. Wenn es nicht da, wenn es irgendwo ist. 6, 7, 8, 9, 10. Ich kann aber schnell nachgucken. Hm. So, ja, dann war es das schon. Und einen discarded? Nee, ich muss ja nicht bei 2. Ah ja, okay. Soll ich noch nachgucken oder glaubt ihr? Ja, gerne. Bei der Pause? So. Bei der Pause waren wir 2 nach dem... Dann passt es. Dann passt es. Ja. Gut, dankeschön. Und dann ist Marcel auch dran, oder? Jawohl. Noch? Ja. Die Spenden hat man so markiert, ne, mit diesen Steinchen hier. Wie kann man nochmal Kredit aufnehmen? Brauchst immer Sponsoren. Pause 5. Ja, ich brauche einen Sponsor. 1, 2, 3, 4, dann ist auch Pause, wenn du das machst. Wenn ich das mache, wenn ich Pause mache, ist Pause. Ja. Dann machen wir mal Pause. Ja. Dann muss ich leider eine discarden. Ich bin bei 5. Finde ich ein bisschen schade. Ich krieg 5 Geld. Dann. Ich habe 3 Karten. Ja. Pause auf. Genau. So, dann abschmeißen. Ja. Marker weg. Ja, ich muss eine discarden. Mhm. Ja, ist gerade ein bisschen. Schade. Dann ersten 2 Karten weg. Mhm. Kommt das Raubtier schon wieder näher? Mhm. So, und dann die Einkommen. Hausmeerschweinchen. Achtet dann bitte auch jetzt bei dem Einkommen auf eure freigeschalteten. Ja. Dann, sehr gut. So, wer hat ausgelöst? Da vorne. Ich, ne? Das genau. Heißt, du darfst zuerst dein Zweige legen. Und Einkommen, Geld kriegst du 14, 17, 14. 18, 19. 15, 16, 17, 18, 19, genau. Ich nehme dir mal einen weg. Danke. Sehr liebenswürdig. Das war Sponsoren kaufen, ne? Gegen oder? Geld, ja. Gegen Geld. Also könntest du, wenn du jetzt einer hast, die Einkommen macht, die sogar vorher noch legen. Ah, und danach könnte ich es. Allerdings, ja, das geht. Das geht, okay. Das geht, allerdings hast du dann natürlich jetzt das Geld dann noch nicht. Dann müsstest du ohne die 19 das hinbekommen. Ja. Aber da du ja noch was hast. Aber, ach so, das kann ich ja nicht. Das geht nicht. Und hier ist auf die 1-1 legen, ne? Ja. Auf die 1-1 legen. Nee, dann nehme ich nochmal hier bitte 5 Geld. 5 extra. Danke. Ich krieg 18. 14 da und 4 hier. So, ich bin bei 16, 17, 18, 19, nämlich auch 20. Ich darf aber noch eine mir greifen aus der Mitte. Wie viele Kiosks habt ihr denn so? Ziemlich viele. 3, 6, 7. Was gibt's denn noch für eine Karte? Ach, die Franchise-Karte. Was macht die? Einkommen für Kiosk. Ein Geld für jeden Kiosk, den ihr habt. Das war jetzt eigentlich schon ein bisschen spät, aber ich mach das mal. Ah, mal gucken, ja. Einkommen dann, oder?
Also wenn ich die spiele, macht die ein Geldeinkommen für jeden eurer Kiosks, also 3, 6, 7 im Moment. Nur ich finde, ich meine nur vom Tempus des Spiels, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du es als zu spät empfiehlst. So, geht noch, aber ja, ich kann ja auch noch zwei Runden schon machen, Plus machst, aber. So, dann amortisiert es sich. Wäre das, wenn ich das so, ich habe das jetzt hier gemacht, das heißt hier. Aber sorry. Halt, ich habe hier noch ich kriege noch eine Karte. Ach so, ja. Ich krieg ja noch. Das ist schon wieder, was da war doch was. Ja, komm dann. Und wie läuft's so? Sehr gut. Also ein Denkfehler vorhin gemacht, deshalb kämpfe ich immer noch die ganze Zeit, wieder die Struktur hinzukriegen. Zwei Regelfragen noch. Ja, komm, nehmen wir den auch noch. So, dann wird jetzt hier aufgerüstet. So. Aha. Und wenn ich jetzt richtig rechne, kriege ich die 16 plus hier 9, macht 25. Boah, Spartakus ist ab 16, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Ja. Du hast noch so viel Geld von dem Ja, das finde ich das immer noch so auszugeben. Er hat jetzt 50 Geld. Nee, ist das ich habe hab 20 Geld, er hat 50 Geld. Das stimmt Armut kotzt mich an. Ich kriege ja immer ein Einkommen, ich habe trotzdem nur 24, aber ich gebe mein Geld halt auch aus. Ja, das muss ich. Ja, aber er ja auch, guck mal, er hat da zwei Tiere, die Geld. Ja, haben. Ja. 13 und 18. Ich guck mal das Replay nochmal an. Ich habe ja auch Geld gespart hier. Ja, ich weiß. Alles gut. Alles gut. Wer ist dran? Er hier. Er hier. Ich habe hier nicht gebaut. Was hast du hier denn gemacht? Warum? Ja, macht man nicht, ne? Das ist ein. Ja, ja. Hm. War ja auch. Ich sag ja, in dem Moment war ich verwirrt, als ich hier den Dreier falsch gesetzt habe. Und ich kämpfe immer noch mit mir, dass ich das irgendwie wieder verbessere. Aber genug des Geweins. Dafür brauche ich so etwas hier. Das ist einfach. Und der kommt aber später erst. Also daher müssen wir jetzt erstmal. So eine Sponsorenaktion, das fühlt sich immer falsch an. Vor allem jetzt gerade, aber es macht nichts. 5 Geld. Nächster, bitte. Das war ja jetzt flotter bei dir. Ja, ich. Ja, ich kann hier leider auch nicht so. Du hast mir den Film geklaut. Das ist echt doof. Ja, ich würde ihn nochmal tauschen. Also. Du hast mir die Großkatze weggenommen. Ich mache. Was habe ich? Baue. Was ist denn jetzt die richtige Reihenfolge? Ich lege mir das runter noch. Ja. Na komm. Ich baue ein Zweiergehege. Hm. Ach Quatsch, ich baue nur ein Einergehege. Komm, was soll's? Gib mir mal ein Einergehege. Das kommt hier hin. Das geht dahin und dann lege ich mir Tiere runter. Dann sieht's so aus. Mhm. Und dann könnte ich auch noch eine Karte wegschmeißen für 3 Geld. Was jetzt früher oder später sogar eine gute Idee wäre. Das runterlegen kannst du. Ja, weil ich hier drüber gebaut habe. Ja. Irgendwann muss ich das hier halt auch mal machen, ne? Sonst nützt das nichts. Achso, ich habe die Pause ausgelöst. Habe ich. X-Marker müsstest du haben dafür, ja. Entschuldigung, habe ich vergessen. Ich muss gleich wieder zu Discan wegen euch hier. Oh. Nein, ich tue es mal noch nicht. Mach mal. Okay. Ich baue, und zwar möchte ich gerne die Großvogelvoliere bauen. Immer eine gute Idee. Die kostet mich wie viel? 10. Das interessiert dich doch mal nicht. Und es kostet mich für 2 weitere Geld. Warte, da muss ich wechseln, die 5er. Dann baue ich noch einen Kiosk. So, die Großvogelvoliere baue ich hier hin. Dadurch erhöhe ich meinen Ruf und kann eine Karte ziehen. Das oder das. Hier ist noch dein Kiosk. Oder eine beliebige. Dann nehme ich eine vom Stapel. Jo, ein bisschen Lotto spielen. Und dann spiele ich diesen Kiosk hier hin. Da steht er sehr gut. Mhm.
Das Geld habe ich bezahlt für das Gehege, die 10. Ja, kommt dir nicht so vor, ich weiß. Nee. Aber haben wir gerade ein bisschen komisch vor. Ne? Aber sonst ist alles gut. Freut mich. Auch sonst ist alles gut. Ich mache Verbandsarbeit. Mhm. Und zwar 5 plus 1, also 6. Ui. Für ein oder mehrere im Gesamtwert von X. Also 6. Das bedeutet, ich mache Verbandsarbeit einmal den da und einmal den da. Ja. Hier ist einfach. Genau. Dann musst du auswählen. Und da nehmen wir einfach einmal. Ja, diese, das Problem ist, dass mit diesem. Das ist nichts. Ach, ich nehme dann das und dann nehme ich nochmal einen. Dankeschön. Mhm, darfst du noch eine Karte umdrehen? Kann ja eine Karte umdrehen, ne? Dann nehme ich die. Eine Karte umdrehen und dafür kriege ich noch einen Mitarbeiter, ne? Einen Verbandsmitarbeiter. Ja, hier kriegst du noch einen Arbeiter, genau. Noch einen Verbandsmitarbeiter. Und hiervon kann ich noch eine Karte umdrehen. Und das ist. Ich hatte einen Plan, entschuldige bitte. Ich weiß noch nicht genau welchen. Die da Karte umdrehen. Und dann möchte ich danach anschließend auch noch eine Spende vornehmen. Mhm. Das kostet zwar Geld. Jawohl. Mhm. Dann setzt du eine, einen Cube. Danke. Und kriegst einen Artenschutzpunkt. Da habe ich ihn schon gegeben. Okay. Ja, fand ich auch schade, so. Aber. Tja, ich glaube, da ist Flo dran. Da bin ich dran, das ist richtig, ja. Marcel macht mich fertig, weil er immer vor mir den Zug macht, den. Der meine Rechnung schon wieder durcheinander bringt, ist echt. Ja, ich verbessere dir doch bloß die Möglichkeit. Boah, sowas aber auch. Unglaublich, wirklich. Ist doch jetzt alles viel besser als vorher. Ich weiß nicht, was du hast. Okay, ich mache die Pause 2, Karten ziehen und nehme die beiden. Oh Gott. Ja, dann, nein, nein. Nee, ja. Ne, da. Ah, ja, ja. Na, ja genau. Sonst hätte ich den Arbeiter nicht bekommen. Und dann bin ich fertig. Was ist ja hier was mit euch, ey? Da liegt irgendwie ein Geld rum. Warum? Das ist ein Zweifel kommt weg. Genau. Ich komme ja hier nicht weiter sonst. Ich muss das machen. Kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Und dann mache ich das hier. Und ich brauche noch einen Arbeiter irgendwann mal. Und dann gehe ich auf 2 und den Arbeiter. Gibt es sofort. Und Spartacus. Und dann schmeiße ich noch eine Karte weg für 3 Geld. Bevor das gleich wieder. Okay. Dann. Boah, nein, das geht noch nicht gut. Dann würde ich vorschlagen. Mache ich erstmal Verband 4 und sende ihn hier zum Forschen an diese Uni. Aha, das sind 2 Punkte. Erstmal 2 Ruf genau. Und ein Forschungssymbol. Und ich darf eine weitere Karte umdrehen. Und das wird die Verbandskarte sein. Marcel darf. Ich mache Karten. Für 5. Pause 2 hast du gemacht. Jetzt darfst du auch aus der Mitte nehmen. 1. Wie darf ich jetzt? Achso, wegen. Ja, genau. 1, der war wichtig. Dann nehme ich gerne noch bitte. Kannst auch 1 anziehen. Ja, ja. 2. Und. 2 Stück von da hinten, bitte. Und dann muss ich eine abwerfen, ne? So, Verbandsaktion. Lass ihn mal einmal noch abschmeißen. Hier, dein Fisch. Der riecht vom Kopf her. Aha. So was also. Ähm,
Also Verbandsaktion, dann hier drauf, dann nehme ich den hier, weil ich Geld brauche. Beziehungsweise ich könnte auch das machen, das wäre irgendwie auch ganz kurios. Ach, ich mache den. Setze ihn hier drauf. Kriege 3 Xe bitte. Marcel? 3 Xe? Ja. Und einen Artenschutzpunkt. Und dann einen Artenschutzpunkt bitte. Und 2 Ruf. Genau, und dann kann ich im Anschluss noch eine Spende machen. Ja, kostet 5 Geld. Genau, kostet mich 5 weniger. Ah, oh, nett. Wie hat er die hin? 5 weniger gekriegt? Ja, ja, von seiner Spezialfähigkeit. Und dann möchtest du das, das oder 5 Geld haben? So, was war das rechts nochmal? Hier kannst du 3 Kioske oder Pavillons bauen, 5 Geld nehmen und das ist hier ein für so ein Projekt als Joker einmalig einsetzbar. Als ein extra Symbol. Ja. Das klingt auch. Also, er könnte statt 2 Meeressymbole zu haben, ja, das naja, das zählt helfen, halt wie eins zusätzlich. Also, ich habe das ja hier aber auch. Aber einmalig natürlich nur, ne? Ja. Ja. Also statt 4 dann 5 oder was? Ja, ja, genau. Naja, wenn du hast, er hätte halt jetzt quasi, könnte das benutzen, um 2 Asien zu haben. Ne? Mhm. Wobei, dann liege ich jetzt schon. Genau. Aber ja. Er könnte es für 2 Afrika benutzen. Genau, das nehme ich auch deshalb. Okay, okay. Genau, dankeschön. Und dann kommt der Verband weg. Das ist ja wieder was hier. So, ich mache auch mal Karten ziehen. 1, 2, 3. Ich habe Mist gebaut. 4, ich bin so ein Trottel. Dann schmeiße ich kenn eine ich weg. Die Situation. Oh. Was gebaut, was du nicht brauchst, oder? Ja, das. Mhm. Das Gehege so gebaut, dass ich das Tier nicht ausspielen kann. Kenne ich. Geil. Mit dem Gehege hier habe ich die ganze Zeit eigentlich auf der Hand, was ich. Boah, das killt mich hier. Was ist das? Aber Matthias macht quasi auch irgendwelche. Ja, macht auch irgendwelche Geschichten hier. Jetzt sehe ich das erst. Nee, es ist schon alles okay, aber ich. Jetzt okay, das ist ja so wie eben. so wie eben bei wie ist das noch? Irgendwas mit den 100 Karten und dann kannst du es doch nicht machen, was du machen willst. Das eine Geld, was hier lag, das gehörte mir noch, das hast du mir rausgegeben von dem. Zack. Hast du jetzt nachgeguckt, ne? Ja, ja, okay, warum nicht so? Können wir schon aufrücken? Nee, ich muss jetzt noch 2 Karten, also mindestens eine muss ich noch wegschmeißen. Junge. Ja. Was haben wir da? So, die kann ich wegtun und dann möchte ich, glaube ich, auch irgendwo noch Geld machen. Die geht schon mal weg und dann schmeiße ich auch noch eine weg für 3 Geld, glaube ich. Hat sogar das Gehege schon gebaut dafür, ne? Ich kriege halt nicht. Es ist zu langsam hier alles. Kommt eine Karte nach? Meine Herren. Warte. Ja. Ich bin ja hier immer noch am Rumhampeln mit diesem Quatsch hier, weil ich weder. Er tänzelt noch. Ja, komm, das ist schade, aber da mache ich mir noch 3 Geld für. Okay, Doc. So, und jetzt ist seine Welle. Eine Welle, dann gehen die raus. Ja. Keine zweite Welle. Und? Das ist die perfekte Welle. Mhm. Tja, ich baue tatsächlich und zwar nur ein Einergehege. Das kostet mich 2 Geld und für 2 mehr darf ich noch einen zusätzlichen Kiosk bauen. Mhm. 2 Geld. Das dürftest du haben. Und den Kiosk möchte ich diesmal aber nicht bauen. Okay, was? Ja, warum möchtest du keinen Kiosk bauen? Ja, ich habe keine gute Platzierung dafür. Okay. Hier darf ich ihn nicht platzieren. Das stimmt. Hier ging er noch. Ja. Nee, da darf er auch nicht hin. Da darf er hin. Nee, guck mal links daneben. Da zwei Abstand müssen sein. Ja, 2 Abstand dazwischen. Hier ging es auch nicht, nee. Da auch nicht. Nee, ich geht bei dir tatsächlich. Aber du hast ja auch schon 4 Kioske gebaut. Ne? Ja, was hast du, muss langsam erreichen. Das ist ja eher so ein Fresspark. Bei dir muss natürlich leer sein. Marcel ist dran. Der eine Kiosk geht übrigens nicht so, wie er da steht, weil er nur 1 Abstand hat. Ja, der geht da gar nicht, ja. Ups. Naja. Ja. Dann muss der hier hin. Mach's andersrum, wäre wahrscheinlich. Wie viel Abstand müssen die haben? 2, ne? Aber ja, ich habe vergessen, dass der hier auch einziehen muss. Aber es spielt keine große Rolle. Ja. Vielleicht kriegt er schon Geld mehr oder hätte gekriegt. Aber macht tatsächlich keinen Unterschied, glaube ich, das rumzählt. Du hättest halt den hier ein bisschen später gekriegt, aber ist halt so. Ja.
Auch geschlafen. Ja, das Schwierige ist ja auch andere. Ach, da ist gar keiner. Ja, dann ist es, glaube ich, sogar ganz egal. Jetzt, also für den hatte ich ja noch kein Einkommen kassiert. Nee, alles gut. Es ist immer, den hättest du trotzdem bauen können. Es ist immer schwierig, ja, wenn man das Gefühl hat, natürlich, dass man derjenige ist, der die Regeln am besten kann. Und das kannst du natürlich hier auch und immer alle noch anderen überwachen musst. Ich finde es immer schwierig, weil das eigene Spiel dann immer so total außer Kontrolle gerät, weil man immer alle anderen. Man macht das die ersten Runden und dann, wenn man dann aber so. Ja. Ne? Was ja noch. Ja. Ich sitze hier mit 7 Karten, 6 noch. Ja. Und für die eine Karte fehlt mir ein Ruf, für die andere Karte fehlt mir das Symbol. Mhm. Für die Karte. Hört sich das ausgedacht? Du kriegst hier kein Panini-Album, ne, wo du deine Karten. Nein, das ist alles gut. Ich spiele die schon noch runter gleich. Ja, E-Mission, das war's, genau. So. So. Ich würde halt auch gerne mal hier meine Spezialfähigkeit benutzen. Ja. Tiere. Wupp. Dann kriege ich Geld von dir. Spiel dafür nur den Affen. Der kostet mich 13. Wieso kriegst du Geld? Nur hier, weil es ein Top-Affen ist. Achso, ja. Nochmal 10 zurück. Gerne. Gerne. 10 zurück gerne, sagt er. Und dann kriege ich 6 Tickets dafür. Also 20. Dann kriegst du in Führung. Jawohl. 20. Bitte schön. So. Und dann darf ich im Anschluss eine beliebige Aktionskarte auf die 1 legen. Mhm. Und da lege ich das Bauen auf die 1. Ich mache die Tieraktion und spiele aus das Streicheltier, das Hausbärschweinchen, für 7. Macht 6 Tickets. Das macht 6 Tickets, genau. Ein Platz hier drin. Und dann kommt es hier zum Streicheltier. Wo haben wir denn hier den? Ja. Oh. Ne, einfach dahin. Und weil das ja ein Kleintier ist, ne, darf ich ein weiteres Kleintier ausspielen. Du musst, glaube ich, sogar eins nehmen. Ich glaube, das ist nicht mal optional. Nimm danach ein Kleintier aus der Auswahl. In dem Fall ist das tatsächlich. Spiele ich den. Also, nee, du musst das Tier kriegst du als letztes. Das Tier kriege ich als letztes. Ja, genau, das stimmt. Das ist richtig. Also, wenn du jetzt den 3 spielst, kriegst du es, glaube ich, nicht. Weil du ja immer, wenn die Karte ist nochmal. Darfst du ein weiteres Kleintier zu normalen Kosten? Nimm danach ein Kleintier aus der Auslage, sofern vorhanden. Immer wenn du mit der Aktion Kleintiere nur Kleintiere ausspielst, darfst du eins extra spielen und danach kriegst du. Genau, also ich habe jetzt erstmal ein Kleintier gespielt. Ja. Ne? Das packe ich, ich hau mal meine. Ja, das war jetzt. Nein, das Kleintier ist ja. Das Kleintier kommt da rein, genau. Ja. Und jetzt kommt das zweite. Moment. Jetzt kommt das zweite. Ja. Auch ein Kleintier, ja, ne? Ja, okay. Passt alles. Wunderbar. Dann kriegst du nochmal 12 Tickets. Kostet nochmal 5 Tickets, genau. Gelb, 25. Dann ziehst du hier eine Karte. Dankeschön. Und dann jetzt kriegst du den. Bekomme ich die Karte, genau. Und dann passt das alles so wie gewollt. Spricht. Und dann bin ich fertig. Nächster. Ich spiele ein Dreiergehege für 6 Geld. Ich brauche noch ehrlich wenig hier aufgerüstet. Gib's mir mal. Mhm. Das geht hier hin. Kriege ich noch einen X-Marker, bitte. Jawohl. Und der nächste. Alles klar. Ich spiele mal ein Tier aus. Hatten wir noch lange nicht mehr. Ich spiele mal den kleinen Paradiesvogel in das Einergehege hier. Und das kostet mich 15 abzüglich der 3. Das sind 12. Und ich darf kostenlos einen Kiosk oder einen Pavillon bauen. Einen Kiosk kann ich im Moment nirgendwo gut platzieren, also nehme ich ein Pavillon, bitte. Mhm. Genau. Und den platziere ich, den kann ich halt direkt nebendran platzieren. Dann kriegst du 6. Einfach mal hier. Das heißt, ich kriege 5 und 1 sind 6, genau. So. Kollege. Das war Tiere. Ja, mit Sponsoren 5 spiele ich meine erste Sponsorenkarte. Mhm. Ah. Kriegst 5 Geld, glaube ich. Kriege ich genau für 2 Dinge, kriege ich 5 Geld. Mhm. Instant, ne? Was war dieses? Am Ende des Spiels, wenn du alle drei Unis hast. Okay, alles klar. Mhm. Und das hier war das Symbol für den. Okay. Fertig? Sehr schön, dann mache ich auch eine Sponsorengeschichte und spiele jetzt die Patenschaft für Geier aus. Ich habe ein Ticket, Tickets, ein Vogel, zweiter Vogel, dritter Vogel. Also 3 Tickets bitte und bekomme dann nachher dafür Einkommen.
Und die Sponsorenkarte wandert hier rüber und ich bin fertig. So, ich mache jetzt mal hier für 6, 7, 8. Jetzt muss ich hier tatsächlich ein bisschen aufpassen. Das ist gar nicht so geil. Ach, das gibt's doch nicht. Was habe ich da denn jetzt gemacht? Okay, also ich spiele erst für 8, mache ich hier Sponsoren. Und zwar ganz regulär spiele ich erstmal den. Jetzt bin ich gespannt. Der sorgt mir jetzt für ordentlich Einkommen. Ne? Also ich habe einen Kiosk. Deswegen darf ich den bauen. Ja. Ich kriege einen Kiosk. So, und der. Du kommst jetzt Einkommen, so viel wie wir. Ja, aber ihr baut ja 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das ist doch mega. Ja, aber du kriegst 6 für den. Ja, aber ich habe dafür auch was tun müssen. Ja, ich dafür, doch auch. Dafür haben wir was getan. Ja, deshalb, weil wir viele Kioske spielen. Ich habe auch noch einen Kioskplan und da liegt auch noch der Kiosk-Chip. Ja, den kriege ich jetzt auch. Du hast ja mal gesagt, du findest es aber auch ganz interessant, wenn Karten unterschiedlich stark bei unterschiedlichen Spielerkombinationen sind. Ne? Ich habe leider das hier noch nicht aufgerüstet. Ja, ich hoffe, ich habe euch hier noch nicht betuppt. Ne? Habe ich da hier schon mal irgendwas überbaut? Nee, ich glaube nicht. Ne? Ich habe die Dinger liegen halt da so ein bisschen blöde rum. Ich lege den jetzt tatsächlich, weil da lege ich den jetzt mal hin. Und dann mache ich, ich habe ja für 8 gespielt, dann spiele ich für 4 noch den hier hinterher. Der erlaubt es mir jetzt einmal zu spenden und zwar mit Minus für die Forschungssymbole. Das heißt für 3. Da kann ich aber auch einfach eine Karte abschmeißen für 3 Geld und spende hier den und dann rutsche ich hier auf und nehme mir den. Und krieg dafür dann nochmal 3 so hier. Das ist natürlich die Frage, ne? Eigentlich nicht wirklich gut platziert, ne? Nee. Kein Kiosk noch geht. Und dann ja, aber der bringt mir halt auch nicht so wahnsinnig viel da oben. Aber ich mach's trotzdem und mach 2 hier. Das sind dann nochmal die 2 Tiers. Und dann sind das nochmal 2, genau. Ja. Ja. Genau. Das hier sind die Pavillonhügel. Und dann ist das hier erledigt. Und du bist dran. Ich mache jetzt Karten 5 mit dem X-Marker, den ich dafür abgebe. Mhm. Also schon mal hier Pause 2, ne? Genau. Dann ziehe ich 3 Karten. Das sagt mir alles nicht so richtig zu. Dann nehme ich tatsächlich 3 Karten vom Stapel und muss dann eine abwerfen. Was seid ihr denn für Geier hier? Wo sind denn die Riffbewohner? Du kommst weg. Ja, gute Frage. So. Wo sind diese Riffbewohner eigentlich, die diese Erweiterung bringen sollen? Ne? Ja, mir ist eben einer stibitzt worden. Ja. Was? Ja. Ja, wir haben ja, er hat einen, ich habe einen. Ja. Ja, ja. Ah ja, jetzt weiß ich auch wieder, wie ich bauen muss. So. Ja, Verbandsarbeit hilft ja nichts für 5. Ja, das ist das Problem. Und dann geht der natürlich darauf. Und dann hole ich mir, den habe ich schon, ne? Hole ich mir noch so einen. Zählt der auch gegen dieses Limit? Ja, ja, ja. Okay. Dann ist es wenigstens nicht ganz umsonst. Und dann darf ich eine Karte noch umdrehen. Das wird die Tierkarte sein. Und dann darf ich noch eine Spende vornehmen. Das heißt, ich zahle hier für 7 und kriege dann hier für 5 zurück. Ja. Also habe netto dann 2 auszugeben. Also du musst es natürlich haben, aber du hast es ja, ja von daher ist das kein Problem. Und einen Marker bitte noch drauflegen, dass du hier gespendet hast. Oh ja. Wirklich. Schwarz-Rot-Gold. Tja, ich hänge jetzt ein bisschen in der Luft, leider. Das ist nicht so schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tja. Machst du jetzt Pause? Ja. Nee, aber wenn man, ich habe ja die Sponsoren hier, ich habe zu wenig Geld, ich habe die Hand voll. Das ist genau das, wo man nicht ja, immer zumindest wenn man noch nie 6 rein Geld will. Zum Bauen, aber ja, gut, ja. Du willst wahrscheinlich was Großes noch machen. Genau, es hilft mir genau nichts weiter. Also ja, gut, daher, aber du kannst es ja hier dran bauen, dann ist es. Kann so schlecht nicht sein. Hm. Du bleibst da, du bleibst da.
Ich sag mal, ich brauche immer noch ein 5er-Gebäude, ein 5er-Gehege mit, an einem Felsen. Ja, gut, das ist hier, ne? Halt. Ne? Ja, das, genau. Du da ist hier, halt, brauchst du 4 Wasserstellen. Ja, genau. Ja. Mhm. Also 8 Geld. Wasserfelder. Ja, ja, ja. Ne? Mhm. Also ich mache Sponsoren mit 2x. So oder 3 Geld. Für 3 Geld. Nicht der hier, nein. Nicht die 2 Wasserfelder zählen. Ach. Weiß jetzt nicht genau. Wir fragen den Chef. Ah, ja. Mhm. Ja, fertig. 2 Wasserfelder heißt auch so ginge, zu bauen, das Gehege? Ja, das sind, also es ist... Für diese Voraussetzung hier nochmal ganz kurz nochmal wiederholen. Ja, also das muss an 2 Wasserfeldern sein. Nicht ein Feld an 2, sondern an 2 okay. Wasserfeldern. Okay, das heißt, also dieses alleine reicht ja nicht, sondern die beiden. Nein, nein, das Feld alleine reicht, weil das an 2 Wasserfeldern ist. Alles klar. Mhm. Ich spiele ein Tier und zwar hier den Braminenweih. Der kostet mich 9, weil ich den Partnerzoo habe. Der geht in das 3-Gehege, was an Wasser und Felsen gebaut ist. Mhm. Der hat Jäger 2. Ja, schade, 2 neue Karten weg. Mhm. Und dann darf ich aber noch eine Karte markieren. Mhm. Ja, hast du eigentlich weitergeschoben? Nee, ne? 1, 2, 3? Nee, genau. Das hätte man vielleicht, vielleicht hätte ich dann lieber das machen sollen, aber jetzt habe ich das schon getan. Möchte ich den haben oder möchte ich... Ich kann ja auch sonst was markieren, ne? Tja. Ich markiere mal den. So. Okay. So. Ich spiele ein Tier. Und zwar kommt jetzt ein Meerestier wieder ins Spiel. Sehr schön. Das kostet mich. Du hast ja immer noch 25 Geld. Was ist denn da? Also kostet jetzt mich 12. Ich werde ja jetzt abgeben müssen, also kriege ich 8 zurück. Ja. Der hat ja immer noch 13 Geld. Ne? Ja. Dann kriege ich da ein Würfelchen drauf. Ja. Das ist mein. Ding ist auch voll. Und jetzt kannst du das rumschieben wie so ein Weltmeister. Ja, also die Reihenfolge kannst du auch so. Erstmal wieder zurück. Dahin. Jetzt kannst du irgendeine Karte auf 1 schieben und die Sponsorenkarte auf 1 oder 5. Und du kriegst natürlich hier 5 Tickets. Das wollen wir mal nicht unterschlagen. Dafür da wieder. Achso, ich habe meine 6 aber auch nicht gekriegt, auch nicht, genau. Ne? Oder? Nee, hast du nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Kannst aber nachziehen. So, und dann das ist ganz schön, dass man es auch nachziehen kann. Einfach dann. Also meistens. Geht's dir gut, Ben? Geht's dir gut? 22, 23, 27, ja, passt. Ich möchte die Kartenaktion wieder auf 1 schieben. Mit Tiere wieder auf 2. Auch schön. Mhm. Ja. Die soll bleiben. Okay. Die soll bleiben, die Sponsor. Tiere. Mhm. Finde ich da ganz nett. Auf 4. Mhm. Das bedeutet, ich kann dafür auch wieder mit einer Voraussetzung ignorieren, nur eine Tierkarte spielen. Mhm. Und dann spiele ich diese Tierkarte für 15 und ignoriere die Voraussetzung des zweiten. Mhm, das ist eine schöne. Ja, und dann kriege ich Gehege dafür umdrehen wieder. Noch bitte. Oh ja, genau. Auch nehme ich ein Zweier. Ein Gehege zu wenig umgedreht, kann das sein? Ein Dreier geht, das ja. Dreier-Gehege fehlt noch, entschuldige. Ein Vor, da. Rot. Ein Siegpunkt hier, also nee, da, ne? Das ist ein Feld. Achso, Entschuldigung, habe ich gesehen. Ja, das ist dein Problem. Und dann 4 Tickets noch. So. Ich baue ein Dreiergehege, bitte, Marcel. Mhm. Und dann noch ein Kiosk. Der Kiosk bringt dich hier ein. Ne, Kiosk kannst du nicht bauen. Du willst doch an Felsen. Dann der ich will an Felsen und da kommt kein Kiosk hin. Und nee. Mehr so an Felsen will ich auch so. Und dementsprechend, ja. Ne, genau. Und dementsprechend muss ich natürlich hier, du hast du recht, ein Pavillon. Einer oder ein Pavillon. Oder eine. Und ich baue dann hier einen Pavillon. Dann kriegst du hier einen. Einen. Und dann ein X-Marker. Kriege ich einen X-Marker. Fertig. Ja. So. Hm. Ja, jetzt habe ich mir diesen Arbeiter so teuer besorgt, ne? Und ihr habt mir aber jetzt die Dinger weggenommen. Ich könnte mir... Das Vogelding ist schon weg, ne? Super. Mhm. Das hat sich... Nicht bei mir. Die Reihenfolge passt schon wieder hinten und vorne nicht. Ich mache keine X-Marker mehr, ich glaube ich. Es fühlt sich nicht gut an, den Arbeiter jetzt nicht zu benutzen. Ich könnte das natürlich auch vorher machen, ne? Wenn ich jetzt Pause 2 mache für 4 Geld.
Dann muss ich meinen Tiger abschmeißen. Ne? Das kann ich ja auch, das kann ja auch nicht gut sein. Das hätte man bestimmt besser machen können. Nee, komm, dann nehme ich mir halt die hier. Sei es drum. Und hol mir das. Und so sorge ich mal jetzt dafür, dass es hier noch irgendwelche Wassertiere gibt. Mhm. Oh, seid ihr ein Seepferdchen? Das kann ich allerdings nicht bauen, weil es neben Felsen muss. Na, das ist ja nicht so schön. Musst du noch ein großes Aquarium bauen. Ja. Was wieder schwierig wird, weil du noch Platz bauen umdrehen musst. Ja, hier. Hier so kann ich noch ein großes bauen. Aber dann müsste ich erstmal das hier aufrüsten. Genau, hier geht es aber auch noch, oder? Nein. Das muss ja nehmen. Jetzt hast du meinen Zoo verschoben. Sehr aufmerksam. Aber. Was? Wo? Da? Ja, von der Form passt es, aber es muss ja neben Wasser sein. Ja. Ja. Das heißt, es geht nur hier. Es geht nur genau so. So, und Olaf. Dann baue ich ein bisschen. Puzzlespiel. Aber weißt du was? Dann schmeiße ich das gleich weg für 3 Geld, weil das wird jetzt so schnell nicht passieren. So nicht wirklich. Nee, das ist schade. Hast du nicht gerade 7 Karten auf der Hand? Jetzt hast du noch 2. Ja. Ach so, ich wollte das ja damit machen. Nee, ich schmeiße es nicht. Sorry. Hatte ja noch einen anderen Plan damit. So. Was habe ich jetzt gemacht? 3 Geld weg und 2 wieder. So, bitte. Alles klar. Ich baue. Baue 3 mache ich. Mhm. Ich baue keinen Kiosk, aber ein Zweiergehege baue ich. Das kostet mich einfach mal 4 Geld. Dann kriege ich einfach einen zurück, bitte. Mhm. Das hatte ich aber auch schon bezahlt gehabt. Du bezahlst wahrscheinlich hier dauernd mit dem Geld, was du schon bezahlt hast. Das kommt uns vor, aber ich glaube, Spartakus ist nur jetzt ehrliche Seele. Jetzt zahle ich 4 für das Zweiergehege. Ja. Und meine Leute. Alles gut. Keine Sorge, wir rechnen das alles nachher durch. Es gibt dafür einen Auswertungsbericht später. Genau. Ich packe das einfach mal hier. Wird doch langsam so müde. Bitte? Ja, okay. War da was drunter? Ich glaube nicht. Ja. Da ist nichts Marcel drunter. Darf. Jo, ich mache Pause. Also Marcel überlegt zwischendurch einfach noch. Richtig Pause? So oder nur nee, so ein bisschen? Ich bin hier nur drauf gewesen mit dem Spiel. 1, 2, 3, 4. Wie viel Pause willst du machen? Ach, nur nee, so Entschuldigung, das hier. Pause 2. Also nur 2 Karten mache ich jetzt. Also nicht Pause, sondern Karten. Alter, ihr macht mich fertig. Ich auf 5 liegen. Diese Runde hier ist echt also der Horror, Stück. Weil ich mich hier mit meinem Geld abkreple und diese beiden Aktionen hier oben drüber habe. Als würde man hier der letzte Mensch beim Spielen sein. Aber wir sind noch relativ gleich auf hier. Ne? Von da bitte noch da zusätzlich weitere 3 Stück. Ja. Da hänge ich halt leider weit hinten. Das ist das Problem. Ja, aber lieber da weit hinten hängen als hier weit hinten. Ja. Und schmeiße diese schon mal ab, weil ich die garantiere. Haben wir eigentlich die Welle hier gemacht? Ja, die haben wir gemacht, schon, ja, ja. So, Sponsoren. Da habe ich ja das auf 2. Dann kann ich ja 3 X ausgeben. Oh. Für 5, okay. So, und dann du brauchst den doch, damit es billiger ist hier. Ja. Das ist halt leider so. Okay, ich baue den Geologen. Ja. Ne? Der macht aber auch erstmal. 1, 2. Nein. So funktioniert man doch. Warum nicht? Der macht sofort. Ja, mach ich 2. Doch. Für je 2, die ich besetzt habe. Nein, für die Symbole, die du hast. Ach, die Symbole. Ach du meine Güte. So richtig spannend ist das gar nicht. Nee, da habe ich keins. Ja, 1 mit dem, aber eins du brauchst halt 2. Du siehst dich selbst. Okay, das habe ich schon mal falsch gemacht. Ja. Vor ungefähr 1,5 Jahren. Ist vielleicht gar nicht so geil, dafür 3 X-Marker auszugeben. Nee. Dass ich dachte, dass man das kriegt für die Felder. Du kriegst das für das Nebenfelden, neben den Felden bauen, kriegst du das Geld dann. Aber das ist das Gemeine daran. Mhm. Ja, super. Dann, oh Gott, dann hänge ich ja wieder hier. So, ich kann eine Pause machen, um mir irgendwas zu nehmen, damit ich was von diesem Karten kann. Pause machen. Ne? Aber das ist die bekloppteste Pause, die ich mir vorstellen kann, weil ich davon gar nichts haben will. Es gibt einen Kopf. Du kannst ja auch hier mit Pause machen. Ich kann auch da, dann kriege ich 2 Geld, das stimmt. Wenn du die Karten eh nicht haben willst, wenn ich die Karten eh nicht haben will, ne? Das ist richtig, ja, ich kriege schon mal 6, ne? Ja. Aber muss, kann, ne? Hätte, wäre. Mhm. Diesen Arbeiter, das Ding hier auch runterzuschieben, fühlte sich übrigens ähnlich schön. Ähnlich toll an, ne? Also 2 Geld und nix Marker. Weil du die Pause auslöst. Ja. Ja, okay, dann Discarden. Ich muss nicht. Ui, ich muss, glaube ich, eine Karte. Giftmarker, Arbeiter zurück.
Ja, das mache ich gerne. Gelber. Ja, nee, kommt weg. Dann kommt da sowas wieder hin. Der kommt auch wieder zurück. Mhm. Der hier. Und der Fünfer. Genau, dann gehen die beiden hier weg. Schade jetzt eigentlich, weil jetzt wäre das Ding doch noch wieder gut gewesen, wo ich einen mehr habe. Okay. Wir kriegen den neuseeländischen Seebären. Und hier eine ist eine... Quelle. Das heißt, die Qualle geht ja über die Wupper. Gesundheit, Blindschleiche. Blindschleiche. Gut. Dann, gut, dann Geld. Geld. Du fängst an. Und zwar habe ich da vorne... Du bist, bist du 20, Geld. Du bist hier bei 20. Das 21, 22, 23, 24, 25, nee, oder? Hier sind das nur 1, 2, 3, 5. Nee, hast recht. 25, sorry. Kein Problem. Dann kriege ich noch über das Ding hier, ich habe drei Vögel, das sind nochmal 6. Also 31. 31. Hört sich doch nicht so schlecht an. Fertig. So, ich bekomme 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Mhm. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Seht demnächst auf der Ben, nicht auf der Ben-Liste, sondern auf der gebannten Liste. Wie viel hast du gerade gekriegt? 31. Ja, und ich habe 34 gekriegt. Ja. Ja, das ist doch jetzt kein Problem. Also, ich kriege aber noch einen Zuschnappen und ich kriege auch noch eine Karte in Rufreichweite. In Rufreichweite nehme ich mir die hier. Weil hier mein Marker drauf ist, kriege ich nochmal zwei Geld und dann darf ich jetzt einmal von irgendwo nehmen. Die guten Karten sind in der Konstellation, das ist es halt, ne? Ja, so, das Fünfer, ich gebe das ganze Spiel über, ne? Kriege ich kein blödes Ding ins Symbol. Unglaublich. So, möchte ich die, was suche ich denn eigentlich noch? Was haben wir denn da? Ich könnte natürlich, diese Schildkröte. Ich hätte ja auch nichts gegen den Seebären, ne, wenn ich ganz ehrlich bin. Allerdings habe ich auch die Karte nicht aufgerüstet. Die Schildkröte. Die Schildkröte. Nee, ich nehme euch einfach den Bären weg, so wie sich das gehört. Und dann wird hier erstmal neu aufgestockt. Wenn ich das richtig sehe, bekomme ich einfach nur 32 Geld. Hier gibt es noch eine Karte weg, wegen Fisch-Symbol. Ich kriege einfach nur 32 Geld, klingt jetzt schon ganz beruhigend, wo wir auch... Ja, wieso 34 und 31? Ja, darum, das finde ich, das klingt wieder ganz beruhigend. Vorhin war das ein also du schön. Hast 20 da. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und 8, 5. 39, ja. 1, 2. Marcel? Ich kriege scheinbar 18 Geld. Genau. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mehr sehe ich gerade nicht. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ja. Ja. Da hängst du ein bisschen hinterher. Zack. Ja, und dann. Dafür bist du da vorne und hier vorne. Ja, ja. Dann darfst du wieder weitermachen. Ich, ne? Oh Gott. Ach, ich komme ja gar nicht an die Karte dran. Was ist das denn für ein Quatsch? Oh. So. Warum liegen die denn hier so blöd? Aber ganz ehrlich, das ist mir jetzt völlig egal, weil die Karte ist einfach, brauche ich. Und dann war es das auch. Okay. Dann mache ich Verband. War nicht 4, aber ich schicke ihn nur zur 3 und hole mir einen Partner zu. Das sollte sein der hier. Kriege dazu einen Verbandsmitarbeiter. Und das müsste es gewesen sein. Ich darf auch eine Spende machen. Genau. Die kostet mich jetzt 7. Ja, eine 7 ist noch da. Und dann kann ich einen Würfel da hinsetzen und bekomme einen Punkt. Und kann mir jetzt entweder eine Karte umdrehen oder noch einen Verbandsmitarbeiter umdrehen. Schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich
möchte einfach mal eine Karte umwählen. Mal gucken, ob es so funktioniert. Das war Verband. Oh, als Einkommen kriegte ich ja noch, habe ich ganz vergessen, in meiner Einkommensphase das hier. Hast du dir in der Einkommensphase eine Karte genommen? Ja. Gut. Und damit... Bei dir weiß ich noch die Unsumme an Geld. Das war doch gar nicht so viel. Ich weiß, das ist auch, wir hatten eben darüber gesprochen, über dieses Gefühl, ne, dass die Karten das heißt, Gefühl so stark sind. Das ist auch so eine Karte, wo die Leute immer voll abgehen und denken, das wäre so ultra stark, das ist doch nur ein bisschen Geld. Aber wenn. Ja, was denn? Das sage ich auch gleich, wenn die mir hier drei fehlen. Das waren 4, 5, 6, 7, 8 Einkommen, deiner hat 6 gemacht. Ja. Der hat dir sogar noch 3 Tickets gebracht. Sogar noch 3 Tickets gebracht. Das war auch mindestens ein Geld. Das heißt, 7 für den. Und der hat ein Geld mehr gemacht. Du musst es natürlich, du bist naja, natürlich gut, abhängig, den Kiosk habe ich noch. Du bist natürlich abhängig, das auch noch. Du bist natürlich abhängig davon, was wir machen mit dem, ne? Das stimmt. Das Risiko ist da schon ein bisschen. Fertig? Marcel? Also es ist zumindest noch gar nicht gemacht. Ist die Spanne halt nicht so groß. Hast du vergessen, ne? Auch Markenwort zu bewegen? Ja, ich bin ein bisschen. Wie, du hast das gar nicht gemacht. Ich hab nur mir das nachträglich von meinem Einkommen. Du warst fertig, ne? Aber wir bewegen uns gleich. Okay. Gleich gehen wir uns. Ich habe halt diesen Tiger das ganze Spiel schon auf der Hand und. Hier brauch ist der halt, Elefant, also sehr, brauch halt das dritte, das dritte. So, also ich mache Elefant. Verband. Kartenaktion ist tatsächlich nur vom Start. Ich könnte sogar, das wäre sogar. Kartenaktion ist nur vom Stapel, Entschuldigung, auch in der Ausrufreichweite. Nein, das ist nur vom Stapel. Sonst muss es umdrehen. Zwei. Doch, ich mache Verbandsarbeit. Ja. Und zwar auf 4, oder was? Ja, 4, genau, Verbandsarbeit auf 4 und das kann ich damit benutzen, um hier Zack, Afrika. Mhm. Habe ich die beiden Symbole. Aber der kommt trotzdem hier hin. Und da ja, genau. Und dafür bekomme ich einen Panda hin. 1, 2. Ja. Und einen Panda. Einen. Ja, genau, stimmt. Genau. Kannst du auch so suchst du eine Einkommensquelle aus, zum Beispiel 5 Geld. Ja, oder einmalig. Wir haben ja nicht mehr so viel. Ne? Oder sofort noch einen Verbandsarbeiter. Sofort noch einen Verbandsarbeiter. Ja, aber den kriege ich hier das wahrscheinlich gibt noch einen eigentlich. Der Verbandsarbeiter an sich gibt ja schon 2. Ne? Nein, aber der gibt ja sofort dann, wenn du die nimmst, nochmal 2 Abzüge. 2 Siegpunkte. Genau. Also ja. Was uns dazu zwingen würde, uns alle zu entscheiden. Nee, nur mich, oder? Nee, alle. Nee, alle, ja. Entschuldigung. Ja, ist aber auch nicht so dramatisch. Das hier ist ein Stibitzen, ne? Zuschnappen. Ja. Zuschnappen ist das. Und das wäre 5. Meinst du, es lohnt sich gleich 12 oder 2x5 wieder? Kommt drauf an, was du brauchst. Einmal für eine Pause wird es schon noch geben. Ne? Hast du recht. Also ich meine... Nehme ich den da und setze ihn da rauf und dann kriege ich jetzt 5 Geld. Mhm. Ja. Vor allem brauchst du ja auch Kohle. Geld noch. Ja, das war auch schon... Und was möchtest du denn hier haben? Möchtest du nochmal 5 Geld, nochmal zuschnappen und eine Handkartenlimit erhöhen? Ja. Okay. Nochmal zuschnappen und Handkartenlimit. Was darf es denn sein? Limit. Ja, was ist das denn hier Schönes? Amerika auswildern. Passt ganz gut. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus bei mir. Ich bräuchte eigentlich, ich habe gehofft, da kommt irgendwann nochmal so eine schöne Primaten. Allerdings den Affen da auszuholen, ist schon nicht schlecht. Ja, also, das nehmen wir auf jeden Fall. Jetzt ist dein Handkartenlimit erhöht, ja? Jetzt habe ich ein Handkartenlimit von 5 plus 1, 6. Nicht schlecht. So spielst du also. Aha, das brauchen wir auch nicht mehr. Das ist auch schon. Und das sind die Geschichten. Und die. Okay, dann den Verband. Für den Viererverband, aber hier hingesetzt, sodass ich mir dann Partnerschaft zunehmen darf. Natürlich ist der schon wieder weg. Wer hat denn den schon wieder genommen? Das gibt's ja gar nicht. Hat den schon einer genommen? Ja, der Gelbe anscheinend. Unglaublich. Ich habe den genommen. Ja, genau. Ist nicht zu fassen. Und? Wenn man das braucht, gut, dann nehmen wir den. Ach, den Gelben. Der kommt dahin. Und dann darf ich was, darf ich nochmal spenden für 5 günstiger. Also spende ich für 5. So schnell, du hast nur 4. Echt ein Sparvermögen. Doch, du hast schon wieder 5. Junge, du hast doch eben so viele verschwendet. Ja, ach nee, hast du ja dann doch nicht. Ja, habe ich dann doch nicht. Ne? Hast du dann ja doch nicht. Nach vorne, genau. Hast Dankeschön. Du dann ja, hast du dann ja gar nicht. Mhm. Das ist aber... Wie heißt die Leiste offiziell nochmal? Artenschutz. Und darf ich noch eine Karte umdrehen und was mache ich gleich? Geld habe ich ja jetzt auch jede Menge, ne? Ja.
Ja, ich spiele mal noch die Pressesprecherin, kriege ich mal einen Ruf hier und das war's auch schon wieder. Oh. So. Ja, gut. Okay. Also ich könnte mir noch mehr Geld machen, ne? Aber nö, ich glaube, das brauche ich noch nicht. So, ich spiele ein Tier. Ich habe ja noch ein Zweiergehege dort. Kostet mich 11, minus 3 sind nur 8. Mhm. Und dann fülle ich da meinen südamerikanischen Nasenbär rein. Genau, der kostet mich einfach nur 8. Das ist 2 wieder. Genau. Richtig. Und dann kriege ich 4 Tickets. 1, 2, 3, 4. Das ist nicht die Möglichkeit, dass das... Und dann drehe ich den hier um. Lass mal einen Einkommen noch. Für 5 habe ich den europäischen DAX gekauft. Mhm. Der kostet mich 5. Ich kriege bitte dafür 3 Tickets. Und ich lege anschließend die Tiereskarte auf die 5. Mhm. Ich spiele Tiere und zwar mit einem X verstärkt auf der 5. Das ist so ein Ruf. Das ist ein Arbeiter. Kriege ich einen Ruf, Dankeschön, genau. Kriege ich einen Arbeiter. Und zwar spiele ich als erstes jetzt mal einen 5er Andenkondor. Ich glaube, den habe ich von Anfang an auf der Hand. Den hast du schon länger, ja. Ja. Der sollte eigentlich da rein, aber das ging ja nicht. Ja, ne? Nicht, so, ja. Das passt. Dann kriege ich einen Ruf, bitte. Das wäre hier. Dann kriege ich 7 Tickets. Das wäre hier. Dann darf der Ablagestapel einmal gemischt werden und ich kriege 4 Karten davon. Aber du kannst auch machen, wie ihr wollt. Du kannst mir auch mal 4 Karten geben. So, mal gucken, ob da spontan noch irgendwas dabei ist, was ich jetzt da reinbaue. Warum nicht? Chancen stehen ganz gut, glaube ich, bei 4 Karten. Geld hast du auch noch? Hast du bezahlt schon? Nee, noch nicht. Das sind 20. Genau. 1, 2, 3, 4. Dankeschön. Davon darf ich eine Karte behalten. Ja. Und dann auch von den Karten, ja. Genau. Tatsächlich kein Dreier. Ei. Zwei Fünfer und ein Vierer. Und ein Nachzugprogramm. Ein Aufzugprogramm. Ja, danke für nichts. Schade. Ne? Ja, gut, dann behalte ich also eine Karte davon. Diese hier kommen weg. Ich spiele trotzdem ein zweites Tier. Und zwar für 12. Hoffe ich. Ja, passt genau. Das sind 10, das sind 12. Kostet eigentlich 15, aber ich habe den entsprechenden Moment. Den entsprechenden Partner zu für dieses Zwergflamingo. Der wandert nämlich dann hier rein. Bisschen groß dafür, aber so ist das halt jetzt mal. Ne? Das sind 12. Was möchtest du denn, Kiosk oder Pavillon? Und da muss man mal ganz kurz gucken. Hier passt perfekt ein Kiosk rein, glaube ich. Wie viele Tickets kriegst du dadurch? Das sind nochmal 6. So, das sind nochmal 6 Tickets. Der 5er kommt weg. Das X kommt weg und ich bin fertig. Ich baue mal noch ein Dreiergehege. Da kommt doch kein Mensch dran. Jetzt geht das. Und der nächste. So, ich mache erstmal so. Beziehungsweise, weißt du was, komm. 3 Geld. Oder? Wie lange haben wir denn noch? Wir haben noch 5, 4. Das ist noch so wahnsinnig lang da, ne? Sorry, dass ich jetzt doch nochmal überlegen muss. Ja, aber ja, komm, ich brauch's nicht. Ich geh mit 3 Geld. 1, 2, 3. Ich spiele Karten 4 und kann 2 Karten einfach ziehen. Bisschen Lotto. Mhm. Hier 2? Mhm. Ist schon gemacht? Nee. Nein. So, ich spiele Tiere aus der 5 mit Voraussetzung minus 1. Ihn hier. Minus 3, das heißt 19 zahle ich dafür. Du hast die Karte aufgerüstet, du hast ein Raubtier und 1 ignorierst du. Ja, genau. Okay. Kriegst 1 wieder? 1 wieder, ganz genau. Und dafür bekomme ich 9 Tickets. Du bist rot, ne? Mhm. 36. Jawohl, und dann kriege ich trickreich für jedes Bärensymbol in allen Zoos. Keins. Hier ist einer gerade dazu gekommen, ein 2x-Marker. Weil zählt ja auch für dich. Ja, also 2x-Marker. Ja. Und lautstark stelle einen Verbandsmitarbeiter ein. Ah, dann müssen wir jetzt hier discarden, oder wie? Oder ist das? Ah. Wo ist das? Aha.
Das ist ja blöd. Ja, das ist bei mir ziemlich klar. Nee. Katastrophe. Tja. Oh. Hey. Hier. Ich glaube, ich muss die discarden. So. Dann ist Marcel fertig? Nee, oder? Der muss noch discarden. Ah, er muss noch discarden, okay. Für Kartenvoraussetzung in meinem Zoo, das wäre ja auch eine, ne? Das wären drei also insgesamt. Mm, der hat diese, drei Voraussetzungen, ja. Ja, ja. Die hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die Karten zählen auch übrigens, wenn da welche drauf wären. Genau, aber da ist ja nichts drauf. Also, ja. 7 und 2. Du möchtest Karten ziehen wahrscheinlich, ne? Das kannst du ja eigentlich schon mal machen. Genau, dachte ich mir auch. Also Pause 2. Ja, ja, ja. Einfach zuschnappen? Ach ja, du kannst zweimal schnappen. Ich kann zweimal schnappen, genau. Du kannst einfach zweimal schnappen. So, nichts. Auch nicht interessant. Auch nicht interessant. Auch nicht interessant. Auch nicht interessant. Das heißt, wenn ich die zweite Karte nicht zuschnappe, dann ziehe ich die. Du musst nicht zwei zuschnappen. Muss nicht zwei, ne? Aber ich kann nicht keine zweite von da zuschnappen. Also ich meine, ne? Das... Ja, ja, genau. Ist ja schon geil genug eigentlich mit dem Zuschnappen. Ach so, ja, naja, ich überlege gerade, ob du zwei schnappen musst, aber gute Frage, ne? Aber oft muss man bei solchen Sachen doch konsistent sein. Da habe ich mir tatsächlich keine Gedanken drüber gemacht. Aber wahrscheinlich musst du tatsächlich dann zwei. Zuschnappen, ne? Ja. So. Dankeschön, fertig. Dann darf ich jetzt endlich die Richtung. Ja, jetzt nach 3 Millionen Jahren. Ne? Genau. Also ich habe jetzt hier den Palettendoktorfisch für 6 Geld. Den Palettendoktor. 2 Tiere. 3, 4, 5, 6. So, der geht jetzt erstmal in das Gehege noch. Mhm. Der macht mir 4 Tickets. Und. Triggert die ganze Reihe. Der macht jetzt das und das. 5. Nee, was kriegst du? Pristopol. Ja, ja, ich kann jetzt beides einmal triggern. Ja. Also wahrscheinlich, ja. Ich möchte, was ist das hier? Du kriegst pro X 5 Geld? Nee, ich kann, nein. Entweder eine X-Marke abgeben für 5 Geld oder 5 Geld abgeben, um mir einen X-Marker zu kaufen. Okay. Weil ich die ganze Zeit keine habe, mache ich das. Und hier lege ich mir noch so ein, mache mir noch ein Dingens und dann darf ich mir noch eine Karte nehmen. Dann nehme ich mir den. So, was hast du dir da gerade genommen? Den ja. So, jetzt war das ein Tier und als zweites spiele ich dann jetzt, weil ich jetzt endlich mein drittes Symbol habe, kann ich jetzt meinen Tiger noch spielen. Der kostet mich 27, das sind 30. Kriege ich 3 Geld zurück. Der geht dann hier oben in das Gehege. Macht mir einen Ruf, macht mir 2. Und macht mir 10. Ja, jetzt kommen wir langsam. Und dann sieht die Welt doch auch schon ein bisschen besser aus. Jetzt rattert die Kette hier durch. Aber ja, so. Und dann kriegen wir hier Geo. Und ich glaube, Olaf darf. So. Dann nehme ich Bauen mit X-Marker 5. Und baue jetzt das große Aquarium. Mhm. An das kleine dran. Mhm. Damit ich mir nochmal eine Karte ziehen kann. Aus Rufreichweite oder vom Stapel. Mhm. Das ist hiervon. Geld hast du schon bezahlt? Das sind 10. Mhm. Und den Kiosk möchte ich den mitbezahlen. Den könnte ich jetzt da hinten hinbauen. Nee, das lasse ich erstmal. Gut. Und dann kommt der X-Marker weg. Mhm. Marcel darf. Das hier sind die Tierklassen, die es gab, ne? Dieses. Matthias, das sind die Tierklassen. Das sind einfach, ne, nicht nur Tierklassen, alles. Alles, also auch. Kontinentsymbole. Ja, nein, das nicht. Nee, Tierklassen das nicht. Und Kontinente. Ach, und Kontinente. Mhm.
Ja, dann machen wir das mal. Sponsoren 5. Und dann spiele ich auch diese Karte. Du hast Sponsoren allerdings nicht aufgerüstet. Achso, Entschuldigung, brauche ich dafür. Ja, du hast recht, Entschuldigung. Aber dann machen wir trotzdem Sponsoren und dann spiele ich halt diese Karte hier. Da würdest du 4 Tickets kriegen. Mhm. Dann den Abenteuerspielplatz, genau. Der schöne Abenteuerspielplatz. Und der muss an einem Felsen sein. Mach mal. Du bist fertig dann, ne? Ja, lass ihn mal. Vielleicht nimmt er noch eine Karte oder so. Mhm. Ah ja. Da, ja genau. Noch eine Karte nehmen. Mhm, ja. Und dann nehme ich denn diese gerne. Mehr Raubtiere für dich. Und? Okay. Eine Australien-Koryphäe. Ich spiele Sponsoren die Afrika-Koryphäe. Ja, die passt ja ganz gut. Ne? Genau. Hast du jetzt auch schon 3, 4 Afrika-Symbole? 3 habe ich. Das ist das vierte. Das ist das vierte, ja, genau. Mhm. Das kriegst du hier Nummer 4, ne? Mhm, genau. 46. Genau. Und next. Mhm. Ich möchte eine Verbandsarbeit machen. Mhm. So. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe 3 Vögel. Du hast 4, ne? Ne, ich habe 5. Ach, du hast sogar schon 5. Mhm. Ah, okay, dann. Ja, wie sieht es bei euch so aus mit Vögeln? 0. 1 und 0. Einer, ne? Der wird die anderen Teil der Frage beantworten. Ja, ja, alles gut. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ja, also ich kann halt die Vögel für 4 machen, aber... Mhm. Aber wie ist das mit Asien? Habt ihr auch nicht so wirklich, ne? Also, kam ja auch die ganze Zeit nicht. Nee. So ein bisschen hast du da liegen, glaube ich, ne? Nee, das ist Europa. Ich hab 2 Asien. Ich habe 2 Asien. Und das sind 3 Asien. Ich habe 4. Ja, und kann hier den 5. nehmen. Und ich glaube auch, dass ich das mache. Wobei, man kann natürlich auch einfach mal noch irgendwann eins ziehen. Kann auch einfach noch einen Vogel ziehen, aber du hast 5 und von daher, komm, dann mache ich hier Asien 5. Andere Marker, aber... Ach nein, da bin ich ja schon. Oh, stimmt. Da bin ich ja schon. Na, dann werden es wohl doch die Vögel werden. Ja, da war ja was. Mhm. Okay, dann werden es 4 Vögel. Mhm. Ja, ja, schon. Ja. Danke, das ist... Ja, hast recht. Da war ja was, da liegt ja schon ein Pinguin, der gehört ja zu mir. Ah ja, blöd. Okay, aber 4 würde ich dann hier nehmen. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, ich nehme... Ja, was nehme ich denn? Das Zweigehege ist auch scheiße. Ich nehme das. Hiermit. So, 4 Steps habe ich gemacht. Ich nehme tatsächlich den. Den Mark habe ich genommen. Dann mache ich hier nochmal 3 Steps. Aber ich ziehe mal erst die Entwertungskarten. Die haben wir hier. Ach ja, du kannst dir wieder 3 Stück ziehen. 1, 2, 3. Ach du heiliger Bimbam. Kommen alle 3 wieder weg? Ja, nee. Ja. Ah, warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, hier. Hätte das Plättchen genommen da vorne. Achso. Ne? Okay, genau. Das war das, was du nicht genommen hast. Ja, ja, Entschuldigung. Tja, ich glaube, ich nehme das hier. 1, 2, 3. Ja, ich nehme das. Die behalte ich und die 3 gehen weg. Mhm. Und dann mache ich hier 3 Steps. 1, 2, 3. Und darf jetzt noch 2 Karten umdrehen. Mhm. Weil eine für den und eine für den. Und das werden sein. Ja, ich muss leider Bauen nehmen. Wenn es kacke ist. Ist das nichts? Und. Tiere musste ich tatsächlich für den Tiger machst nicht. Hast du echt mal Spaß gespendet? Habe ich, naja, hier für die Karte durfte ich einmal spenden. Okay. Aber da sagst du was, weil das wollte ich ja eigentlich nochmal machen irgendwann. 1, 2, 3, 4, 5. Minus 5, dann ist es nämlich halbwegs noch erträglich. Ne? Und dann kann ich meine Tiere nicht umdrehen. Ne? Das könnte sich natürlich auch noch rächen dann. Ja, diese Entscheidung. Ja, aber ja, ich drehe die um. Passt schon. So, dann. Okay. Dann spiele ich Tiere 3. Kann ein Tier ausspielen. Und wir füllen unser Aquarium mit 2 Plätzen. Mhm.
Das kostet genau die 15, die ich habe, weil ich keinen Einzelpartner zu ich habe kein Geld. Geht doch, genau, ja. Geht doch alle. Aber jetzt vergiftest du uns alle noch. Aber ich kriege einen Ruf. Aha. Dafür kannst du eins umbringen später. Genau, den Ruf, dafür kann ich... Hast du die jetzt schon gemacht? Nee, ne? Nein, aber nicht. Du kannst natürlich, es ist egal, 39 und du vergiftest jeden, der... Vergiftest jeden, der vor mir liegt. Das sind wir alle. Naja, dann kriegen wir das doch auch nochmal wieder, ne? Das muss ich gerade selber überlegen. Gift ist hier, ja, auf die 1. Auf der kleinsten, ne? Ja. Mhm. Ich bin ja auch ein Netter. Also ein Kugelfisch ist aber auch extrem giftig. Ja, okay. Ja, du darfst jetzt auch diese beiden noch triggern wieder. Richtig, genau. Ich darf mir jetzt also... Den Ruf schon genommen? Ja, nein. Den Ruf habe ich genommen. Ja, hat er. Dafür hat mir dafür eine Karte umgedreht, nämlich... Nee, bauen hatte ich schon. Ich muss noch eine Karte umdrehen. Wenn du dir nicht den Arbeiter genommen hast vorhin auf dem Step, dann ja. Hast du aber, glaube ich, nicht. Nee, ich habe nicht. Ich habe eine Karte umgedreht. Ja, du hast den ab. Drehe ich diese... Diese Karte um. Wo hast du denn den Extraarbeiter her? Den habe ich über... Ja, hier hast du den nicht. Nee. Hier hast du den nicht. Irgendwo war er. Hier. Nee. Ah, ja. Ja, ja, ja. Drei, ja, ja. So. Da ist ja auch noch einer. Ja. Ach, so. Dreh ich Tiere um. Mhm. Und jetzt kann ich noch eine Karte auf 1 legen. Und die Sponsorenkarte. Kann noch überlegen, ob ich... Auf 1 oder 5. Die Reihenfolge. Jetzt die Kartenkarte auf 1 legen. Dann macht Marcel weiter. Mhm. Ich mache Verbandsarbeit mit einem Kreuz. Dadurch wird das zu Verbandsarbeit 4. Mhm. Plopp. Und Verbandsarbeit 4 erlaubt mir ein Artenschutzprojekt. Wenn ich dahin gehe, brauche ich jetzt 2. Ne? Mhm. Also du brauchst nur 4 für den Artenschutz. Ja. Genau. Ah, ja, ja, schön. Ja, ja. Und dann habe ich 2 Großtiere. Mhm. Das heißt, ich gehe darauf. Genau. Und nehme mir dafür, was war nochmal dieses Beutel? Bis zu 2, also du kannst 2 Karten abschmeißen, du kriegst für jede, die du abschmeißt, 2 Tickets. Ah ja. Genau, das machen wir mal. Das ist gar nicht so schlecht. Darauf. Und dann nehmen wir auch natürlich die und die und dafür kriegen wir 4 Tickets. 2, 3, 4. Ich mache auch eine Verbandsgeschichte mit einem X, das ist dann Verband. Ja, du musst 2 Geld aber noch bezahlen für deinen Gift. Das haben wir mal nicht ganz vergessen. Du bist ja vergiftet. Genau, aber wie kann man das wieder kriegen? Was war das? Du kannst das einfach, wenn du die Aktion aktivierst, ach, stimmt. Geht es weg. Ja, genau. Oder ja. In der Pause. Okay, und das ist egal, wo die Karte lag? Oder? Ja, das ist egal, wo die... Und ich kann jetzt Verband gar nicht machen, ne? Weil ich kein Geld habe. Du, wenn du mit Verband Geld machst, auf irgendeine Art und Weise. Das wäre mir neu. Dann, ja, du kannst ja hier, wenn du ein Projekt unterstützt. Stimmt, richtig, das kann ich hier machen. Ja, dann kann ich muss es ja nachträglich erst bezahlen. Ja. Richtig. Also daher machen wir das hier mit. Und dann kommt der hier drauf. Und ich nehme mir dann tatsächlich. Ja, 5 Vögel, ne? Hast du? Oder wie war das? Ja, genau. 1, 2, 3, 4, 5. Guck mal, hier kriegst du auch 5 Geld. Das stimmt, super. Dann kriege ich ja die 5, nehme ich die 5 Geld. Dann gebe ich dir mal erstmal 3, ne? Dann hast du schon bezahlt. Ja, genau, und dann nehme ich mir hier den dafür, einmal zu den 5 Vögel. Dankeschön, und dann nehme ich mir weiteren Verbandsarbeiter. Mhm. Gut, fertig. Das machst du mir nicht schon wieder, ja. Ach so, Spenden ist ein bisschen zu teuer. Dann zahlst du 5 weniger. Ja, trotzdem. 3 weniger ist gerade nur. Ich habe nur 3 Xe. Ja. Tja. Ist ja wieder was hier. Ich ziehe Karten. Da haben wir hier 2 Steps. Dann ziehe ich mal. Was will ich denn eigentlich noch haben da? Reptilien? Könnte ich auch nicht. Nee, hab ich auch gar nicht. Ich ziehe mir erstmal eine. Ach du Scheiße. 2. 3. Ja, die brauchst du gar nicht gucken, die nehme ich. Entschuldigung, ja, ich dachte. Und dann nehme ich mir auch den hier noch. 4. Dann muss ich eine wegschmeißen und ich verkaufe auch noch eine für 3 Geld. Das wird die hier sein. Und dann nehme ich mir aber nur 1, weil ich ja wegen dem Gift, wegen des Giftes auch noch. Mhm. So, ich mache Verband 4 und setze meinen Arbeiter hier hin und nehme mir diese Uni. Nee. Du ja, ja, Entschuldigung. Welche darfst du sagen? Ich nehme mir mal die Raubtiere. Okay. Dann sucht er einmal durch Raubtiere durch. So. Da wäre ein Hai. Ei, ja, der passt ja ganz gut da. Der passt auch ganz gut. Dann nehmen wir doch.
Der ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Ich darf eine Spende machen, das geht gerade nicht. Was ist jetzt gerade passiert, dass du hast das genommen? Hast du hier was drunter? Nein. Nein. Okay. Was hält er schon wieder? Mhm. So schnell kann es gehen. Mhm. Auf jeden. Ja, dieser Drain hier die ganze Zeit, der tut halt echt weh. Das hier. Ja. Das kriege ich weg, indem ich die Sponsoren nehme, oder? Genau. Du kannst halt auch einen X-Marker nehmen mit der Aktion, ne? Das geht auch. Was heißt was? Ne? Ja, du kannst ja immer, man kann ja immer eine Aktion quasi auslösen und nicht den Text machen, sondern einen X-Marker nehmen. Dann wirst du den Marker auch los, aber. Naja. Ein X ist auch ein X. Tut halt weh die ganze Zeit, ey. Wirklich wahr. Danke, Olaf. Voll gerne. Arschloch. Das soll ja nicht zu einfach werden. War es ja bisher auch immer. Ich sage also? Nur, ich sage nur, ja, ich muss. Geologe 2 und 2, 2, 2, 2, 2. 1. Die kann hier aber auch ganz normal in ein normales Gehege einziehen, ne? Ja. Von formal. Fast an Wasser ist. Genau. Ja, ja. Die blinde Schleiche. Ja. So eine blinde Schleiche. Ich nehme. Wie ist das hier? Boah. Ich nehme. Fuck. Ich nehme tatsächlich diese blöde Sponsorenkarte. Das hilft ja nicht. Geht der Marker zurück. Und dann. Was machst du denn für zwei, ne? Zwei Geld oder ein X-Marker? Was ist denn lieber? Ich nehme X-Marker. Wie kriegst du von dir? Du hast ja, den kannst du ja so. Ich mache das auch. Ich nehme auch einen X-Marker. Was ist Neues los mit euch? Du bist dran. Was ist denn los mit euch? Ja, okay. Nee, das möchte ich aber nicht machen. Möchte ich denn jetzt rumpausieren? Wer hat denn noch Interesse an einer Pause? Du, ne? Du hast ja gar nichts mehr. Ein bisschen Geld könnte ich gleich brauchen. Da, ihr habt ja alle nichts mehr. Sofort muss noch. Aber du hast gerade den X-Marker, du hättest natürlich den Pausenmarker 2 vorschieben können. Ne? Hast du auch nicht gemacht. Nee. Das ist ganz schön dreckig. Ihr seid natürlich. Sponsoren. Ihr seid natürlich. 1, 2, 3, 4, 5. Kommst nicht ganz rein. Ich will ja auch gar nicht. Ich habe ja, ja noch. Das ist ja. Ich muss ja auch gar nicht. Ich könnte jetzt. 1, 2, 3. Minus 5 Geld, ne? Tja. Ich überlege, ob ich jetzt so ein. Ist Ben auch schon eingeschlafen? Vielleicht kommt was in der Ecke. Nein. So, gute Nacht an alle, die in der letzten Stunde gegangen sind. Wie spät ist dann eigentlich? Na, halb drei. Halb drei, ja, das geht ja noch. Alles harmlos. In meinem Alter braucht man noch nicht mehr so viel Schlaf. Ja, da muss ich schon wieder eine Karte diskarden, wisst ihr? Das ist doch total doof. 1, 2, 3. Ja. Ja. Das, keine Ahnung, das fühlt sich so kacke an. Aber ihr seid auch echt mutig da, ne? Mhm. Einfach keine Pause vorzuschieben. Okay. Keine Zeit für Pausen. Na gut, Olaf will ja auch vielleicht Pause machen. 1, 2, 3, 4, 5. Der hat halt auch keine X-Marker. Der hat ja sonst gar nichts mehr. Also keine Arbeiter mehr. Nee. Das heißt, wenn ich das jetzt mache, ist gleich Pause. Ja. Ne? Wie gut finde ich das? Gar nicht. Ich mache, wenn ich das mit dem X-Marker auslöse, muss ich das nächste Runde trotzdem machen. Ja, aber das ist doch blöd.
Gut, aber dann kriege ich auch nochmal was, ne? Ich denke laut. Okay, ja gut, ah. X-Marker, das bezahlen. Schaut denn überhaupt noch? Brauche ich noch eine Karte für? Das sieht man hier nicht. Vor allem, da muss ich sowieso auch discarden. Ich gönne euch aber nicht, dass ihr jetzt mit vollem Geld da nochmal enttappt. Das ist totaler Quatsch. Ja, es tut mir leid, aber haben wir jetzt so drauf ausgelegt. Ja, dann mache ich das anders. Ist mir jetzt bewusst. Also ich mache das hier. Mhm. Und ich schmeiße eine Karte ab für 3 Geld. Und das wird jetzt tatsächlich... Immer noch 41 Zuschauer. Das macht jetzt 3 Geld. Wäre ja auch schade, wenn wir dich zwingen würden. Irgendwie schade ist. Aber ich habe 3 Geld jetzt dadurch gemacht. Und ich hoffe, dass das jetzt gleich noch reicht. Das wäre das Schöne. Wir geben so, also 3 Geld. Und dann mache ich für 10... Mhm. Für 5? Nein. So, also für 10, nein, ich das Wasserding brauche ich. Ja, okay. So, das sind 11. Wassergehege? 10. Welches denn? Das Große. Das Große. Das Große, bitte. Und ich darf das jetzt auch endlich hier drüber bauen. Jawohl. Und das geht so. Dann kriege ich nochmal 5. Also 2 muss ich bezahlen fürs Gift und 5 kriege ich hierfür wieder. Mhm. Und dann habe ich das jetzt gebaut. Mhm. So, und dann ist die wieder unten und ihr seid dran. Gut. So, ich spiele Sponsoren 5, aber tatsächlich Sponsoren. Ich spiele nämlich eine Sponsorenkarte aus. Nach langer Forschung habe ich einen medizinischen Durchbruch erreicht. Aber überlegen. Und bekomme einen Artenschutzpunkt für je 2 Tickets. Nein, du bekommst für jedes unterstützte, andersrum, für jedes unterstützte Projekt. Und du hast keins unterstützt, also. Das ist was ich machen finde, ja. Aber das nächste Einkommen will ich auch haben. Aber Einkommen ist halt in Ordnung. Ja, geht einfach. Aber denk dran, du kannst die nächsten Runden jetzt einfach erstmal nichts machen, ne? Ja. Ja, aber. Du willst ja auch nur. Ich kann nicht anders. Doch. So, ich nehme hier Karten. Du könntest 10 Geld nehmen. Also Pause 2 für mich. Habe ich. Ja, jetzt sind es noch 5 Schritte. Ja. Ich zähle schon rückwärts, ne? Ich zähle schon rückwärts. Das bringt mir nicht so viel. Der bringt mir auch nicht so viel. Ich nehme mal 1. Und dann kriege ich von da hinten bitte noch 3 weitere. Und wegschmeißen tue Reptilien auf zum Programm. Keine einzige Reptilien hier. Ich auch nicht. Kartenphase. Für 2 nur, glaube ich. Stimmt. Nee, Moment, ich bin auf 3. Ja. 2, ja, das stimmt. Da lohnt es sich nämlich nicht, irgendwas zu nehmen. Nee. Gut. Und schon bist du wieder. Oh mein Gott, ey. Jetzt habe ich aber meine Sponsorenkarte abgeschmissen gerade, weil ich mir sicher war, dass wir eine Pause haben, bis ich wieder dran bin. Mhm. Oh. Das ist ja was hier mit euch. Kannst du ja die Pause auslösen. Ich mache einen Scheiß, mach ich. Du zahlst lieber 2 weiterhin fürs Mann. Gift, ja? Ja, das ist ein bisschen blöd mit dem Gift. Dachte ich mir auch nämlich. Das ist jetzt nicht ganz optimal mit dem Gift, aber das ist mir egal. Ich bezahle 3 Geld. Ich bezahle 2 fürs Gift und 3, um die Karte aus der Mitte zu spielen. Mhm. Die liegt jetzt hier gerade so schön. Die macht mir 1, 2, 3, 4, 5 Tickets. Bin ich bei 47 und ich darf dann noch eine hier beuteln, um nochmal 2 zu machen. Mhm. Das werde ich auch. Allerdings finde ich die alle ganz gut. Naja, egal. Hier, weg damit. Und Olaf ist? Ich ziehe einfach, mach Karten und gehe das Ding noch 2 vor. Okay. Wir haben hier erstmal noch einen Riff. So, und jetzt sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus. So, ich mache Karten 3 und ziehe dafür 2. Wieso ist das denn jetzt da? Waren das nicht eben noch 5 Schritte? Er hat 2 Schritte gemacht und ich habe eine Pause 2 gemacht. Genau. Also bei dir waren es noch 5, dann ist jetzt noch eine. Ja. Okay. So, von denen muss ich eine abwerfen. Ne? Was hast du denn getan? Nein, du kannst irgendeine abschmeißen. Dann möchte ich die da. Und Marcel darf. Ich habe vorhin vergessen, den Marker zu legen. Naja,
Das ist schon ein bisschen länger her. als ich den Move gemacht habe, war ich so happy, dass das endlich geht. Dass das geklappt hat, ne? Ja. Echt. Oder? Ja, ich glaube schon, dass ich das vergessen habe. Ja, es ist jetzt zu spät, ne? Aber. So, was haben wir denn da? Das habe ich hier Wassertiere. Okay. 1, 2, 3. Wie sieht das dann bei euch so aus? Hier, Olaf hat kein Wassertier. 3. Dann haben wir beide 3, ne? Vielleicht hätte ich lieber das Reptilien ausbauen sollen. Hm. Was habe ich jetzt eigentlich hier behalten? Habe ich auch schon wieder vergessen. Okay. War das denn Marcel, gut? Was machst du? Ja, er überlegt. Nicht zu lange überlegen. Ja, ich tue mir leid. Es ist zu spät. Sponsoren. Eigentlich wäre nochmal schön, da einen Sponsor zu kriegen. Da, das wäre Australien, das wäre nicht schlecht. Verbandsarbeit. Möchte mich auch haben. Okay, ich mache Bauen. Mhm. Klassischer Ansatz. Und dann kaufe ich so ein kleines eine. Platziere ich hier hin. Mhm. Andersrum. Ja. Und kriege dafür ein Kreuz. Das kostet mich schon bezahlt? Nee. Weiß ich nicht. Ich kann nicht sagen. 2 würde es aber, wenn er kostet. Ja, wenn du es gekriegt. Genau. Frage an dich, Matthias. Ja. Wie oft nimmst du den Verbandsarbeiter anstelle der Aufwertung der Karte mit der Gründel, also hier? Manchmal. Ja. Manchmal. Also eher selten. Ach ja, so, also man macht schon häufiger das andere, aber manchmal ist das halt gut. Das kommt einfach darauf an, ob man in der Runde noch den Arbeiter benutzen kann, und vor allem, wenn man das ganz früh macht, finde ich das oft gut, den zu nehmen. Dann müsste ich nochmal 4 mehr zahlen, wenn ich den da baue, ne? Ja. Ja. Dann mache ich dies. Okay. Dann kriegst du einen zurück. Ja. Zack. Dankeschön. Ich mache meine Verbandsaktion. Und stellen wir da einen hin. Und dann gibt es 2 vor. Es gibt ja eine Karte, 2. Und einen Artenschutzpunkt. Genau. Einen Rufreichweite. Super, sehr schön. Ich nehme mir... Ich kann jetzt keine Karte mehr abschmeißen. Ich nehme mir das unterste Piranda. Nee, das ist eine, den davor, das. Genau. Und den Artenschutzpunkt. Hast du schon? Hast du schon gegeben. Okay, super. Dankeschön. Du bist dran? Ja. Das ist aber auch jetzt alle... Das einfach auf Biegen und Brechen, Runden, ne? Auf Biegen und Brechen nicht machen wollen. Ne? Mhm. Wie cool ist denn eigentlich der Riffmanta da? Bin ich nicht. Das fühlt sich an einer ganz schwachen Aktion an. Hat. 1, 2. Was? Nee, das ist schon nett, aber. Das ist schon richtig nett, ne? Weil der sorgt halt auch dafür, dass ich. Aber wie viele Slots hat der? 4. Tja. Er gleitet schön, wie man so schön sagt. Okay, wenn ich das jetzt mache, ne, dann kriege ich 2 Steps. Könnte einen wegschmeißen. Ach, Freunde, das ist doch Mist hier. Ich habe kein Geld mehr jetzt. Ich will das nicht tun. 3, 4. Dann liegt das halt auch wieder unten. Das gefällt mir auch nicht. Ja, das ist mir schon klar. Dann ist Pause. Dann ist Pause, genau. Aber ich habe auch mein Handkartenlimit nicht erhöht. Das führt halt dazu, dass ich halt, das ist halt jetzt nicht so richtig spannend ist, das zu machen, ne? Ja, ihr seid doch echt, ey. Junge. Ja, aber wisst ihr was? Dann, so schlimm ist das jetzt nicht. Ich mache jetzt Folgendes. Ich mache. Ich verzichte jetzt auf den, ne? Ja, sprich mal weiter. Ich könnte mir halt das hier holen. Dafür kriege ich nochmal 2, dann gehe ich auf 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann könnte ich mit Karte abschmeißen sogar noch eine Spende machen. Mhm. Aber. Dann habe ich das Ding unten, muss eine von den Karten abschmeißen, die ich nicht abschmeißen will. Und das ist alles nicht so geil. Aber du hast doch die 2 fürs Gift dann sowieso nicht, ne? Achso, den machst du verpasst. Ja, den muss ich dann ja nicht. Das muss ich dann ja nicht. Deswegen mache ich jetzt was anderes, Ungewöhnliches.
Was passiert denn, wenn du die zwei Geld zahlen musst, aber sie nicht hast? Das geht nicht. Dann darf man das, darf man dann nicht machen. Ja. Ihr seid doch echt Banane, ey. Ich mach das. Ich mach Pause 2. Nee, das ist Pause 1, aber ich krieg 2 Geld. Dafür löse ich aus. Okay. So, das heißt, ich krieg dafür einen X-Marker. Ich krieg 2 Geld, die muss ich hierfür leider bezahlen. Mhm. Das heißt, mit 2 Geld brauchst du mir nicht zu geben. Den X-Marker habe ich mir schon genommen. Achso, den habe ich mir gerade schon genommen. Okay. So, das ist jetzt, jetzt löse ich die Pause aus. Gut, Karten abwerfen. Ich könnte jetzt noch Sponsorenkarte halten, mache ich aber nicht. Das heißt, wir haben jetzt die Pause. Die kommen weg. So, jetzt. So ein ordentlicher Stoß. Ja. Und ich muss 2 Tiere ablegen. Hätte ich auch gerade ziehen können, ne? Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Nee, da hätte ich das Geld nicht gehabt. Ah ja, okay, irgendwas ist blöd. So, Marke abwerfen. So, hier die Leute zurück. Und dann gehen die beiden hier weg. Und jetzt hoffe ich, dass nicht 2 Fische kommen, sonst kotze ich im Strahl. Willst du noch auf den Riffmantel? So, das ist schon mal, gemeiner Krake. Das ist schon mal einer, alter Vater. Und der Gepard. Aber einer muss ja noch. Mhm. Und es ist die wissenschaftliche Bibliothek. Oh. Okay, so, weil ich habe jetzt die Pause ausgelöst zum ersten Mal. Das heißt, den nehme ich mir schon mal auf jeden Fall für meinen hier. Mhm. Und dann darf ich noch einmal zuschnappen. Mhm. Ja, das wird wohl der hier werden. Aber der auch lecker ist. Aber ich nehme den. Und dann gibt es Geld. Mhm. Und zwar 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. War schon immer die Antwort. Mhm. Und ich darf noch einmal beuteln. Dann kriege ich sogar noch, nee, 42, 10, 30, 40, 42. Und ich beutel auch noch eine, weil ich doch jetzt, nee. Ah, interessant. Wenn man nichts mehr loswerden will, ne? Dann kommen 2 Karten nach. Werden die nachgefüllt? Werden die nachgefüllt hier? Ja, ich glaube. Ja. Er denkt. Ich denke noch. Die werden nachgefüllt, ja. Ich mache es tatsächlich nicht, auch wenn sich das irgendwie. Wie komme ich darauf, dass ich das machen darf überhaupt? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ja, das kommt nicht. Nee, so ein Einmaleffektbeutel. Ja, nein, ich habe ja gar nicht, kein Amerika gespielt. Wie kam ich denn da drauf? Ich will es auch gar nicht. So, dann darf Olaf. Okay, so, ich kriege hier einen Artenschutzpunkt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber hier kriege ich nichts, dann kriege ich Geld. Das sind, wenn ich das richtig sehe, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 Geld. 30, passt das? Mich. Für dich. Ich krieg 40. Weil ich 24 kriege plus. Achso, und dein Einkommen ist ja auch das hier, ne? 7. Ja, also 34, dann nochmal 5. Du kannst auch vorher noch beuteln. Und genau, Beuteln mache ich sogar auch noch mehr. Nochmal, Beuteln bringt mir Tickets, ne? 2 für jeden. Dann sind das, genau, dann sind nochmal 4 Tickets für 2 Karten. 1, 2, 3. Dann kriegst du sogar ein Einkommen mehr, wenn du es richtig rumstackst. Genau, also 25, 34, 35 plus 45 gesamt. 40 2 Gehege, ne? Hast du schon eingebaut? Und das 2 Gehege noch. Das kommt daher. Lass einmal an, Marcel. So, hier kriege ich 9, weil ich 5 Vögel habe. 1, 2, 3, 4, 5, und 6, 7, 16, 24, 40. Sind wir durch? Dann darf Olaf. Ich mache weiter. Loslegen. Jetzt kommt ein Karton. Der karibische Riffhai kommt ins Spiel. Das muss ich mir vielleicht mal erklären. Ja, klar. Okay, der kostet sich jetzt erstmal 17. 17. Das sind 3 wieder. Zurück. Ja. So. So, dann legt er die letzten 3 Slots, hast du gemacht. So, und jetzt kannst du unterschiedliche Sachen machen. Also du hast jetzt erstmal, ich mach mal das, was erstmal, glaube ich, nicht so den Unterschied macht. Ein Ruf und 5 Tickets. 44. Ja. Das ist jetzt das. Und jetzt triggerst du das, das, das und das, weil du 4 Riffbewohner hast. Der Ruf ist einfach, und das bin ich. Sorry, dann muss ich da. So, das ist jetzt hier, hast du den.
Das ist auch einfach. Das ist eh im Anschluss. Und jetzt hat er noch einen Haifischen. Das heißt, du kannst jetzt die oder die Karte fressen und die Hälfte der Attraktion bekommen. Wenn du den frisst oder den, sind es 2 Tickets. Wenn du den frisst, sind es 3 Tickets. Ja, hab's. Frisst 3 du Tickets. Den und dann kriegst du nochmal 3 extra. Dann wärst du hier. Jawohl. So, jetzt kann ich, den Ruf habe ich mir genommen. No, und jetzt kannst du danach noch zwei verschieben. Das war Tiere. Der Tiere kommt runter. Tiere kommt und jetzt kannst runter. Du jetzt kann irgendeine auf 1 schieben und dann deine Sponsorenkarte auf 1 oder 5 legen. Bauen kommt auf 1 und meine Sponsorenkarte kommt auf 5. War das geschickt? Man weiß es nicht. Marcel. Den sind wir schon hier vorne wieder durch oder mit dem? Keine Welle. Den Pausemarker wieder zurücksetzen. Mhm. Ja. Was ich jetzt erst sehe, weil ich dabei bin, Tiere unter Umständen zu nehmen, ist, ich habe ja hier den, ist Ruf, neu? Ja. Den Ruf. Den Ruf. Nee, das ist nicht neu. Nee, den habe ich mir ehrlicherweise mindestens einmal nicht genommen, als ich den Bären gespielt habe. Das kann gut sein, ja. Kommt hin. Wo ist das? Ja. Bei wo? Welche Fähigkeit? Diese? Hier, diese da. Ich spiele den aus. Mit. So, dann kriegst du einen Ruf. Entschuldigung, ich spiele Verband aus. Verband ist okay. Viel wichtiger für mich. Gut, dann, zack. Dann kriegst du keinen Ruf. Dann kriege ich keinen Ruf. Und da mache ich. Wo muss ich denn noch hin? Da muss ich noch hin. Zack, Verband 4. Aber darf dafür trotzdem eine Verbandsarbeit machen, dank des Tierarztes. Und das bedeutet, ich spiele jetzt den Nationalpark hier. Wupp, wupp. Und kann einen Vierer auswildern. Mhm. Da wilder ich ihn aus. So, das sind 6, die du hier verlierst. Mhm. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dafür kriegst du aber hier 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, genau. Ach, ja, und den darauf gesetzt. Und ein Gehege frei machen. Vierer. Genau, das ist das hier. Da habe ich nur 1. Und er da. Gibt ja 3 X-Marker. Geht darauf und ich kriege 3 weitere X-Marker. Na, du kannst nur noch einen haben. Ach, es gibt ein Cap? Stimmt, da steht ja irgendwo ein Maximum drunter. Ja. Ja. Dann nehme ich die nicht, sondern dann nehme ich die 12. Ja, der Arbeiter bringt ja auch nichts, höchstens die Karte noch. Ja, 12. Und 12 Geld, bitte. Ich hätte gerne ein Vierergehege. Marcel, ein Vierergehege gerne. Mhm. Das du von mir. Dankeschön. Das Vierergehege gibt es. Ja, aber jetzt sind wir nicht beisammen, aber bei den Artenschutzpunkten haben wir ordentliche Differenzen. Hierhin. Und das kommt hierhin. Dann nehme ich ein Ticket. Kriege ein X. Der kommt dahin. Das ist das Vierergehege. Ich darf noch eine Karte in Rufreichweite nehmen. Den und fertig. Ich spiele Tiere. Ich spiele jetzt mal zuerst hier das Seepferdchen, was ich jetzt hier reinspielen darf. Das kostet 7. Was? Ich wollte ein Einzelgehege nehmen. Gebe ich 3 Geld zurück. Ein Einzelgehege brauche ich bitte. Das geht hier rein, macht mir 2 glorreiche Tickets. Erlaub mir jetzt aber Tarnung. Spielst du in diesem Zug ein weiteres Ziel, darfst du eine seiner Voraussetzungen ignorieren. Das heißt, ich kann jetzt. Aber jetzt ist auch die Schildkröte echt gar nicht so schlecht, ne? Weil ich jetzt nämlich die gute Sponsorenkarte noch gefunden habe. Egal. Jetzt darf ich dir spielen, die ich sonst nicht spielen dürfte. Für 20. Die macht das Ding jetzt voll. Du hast auch den Partnerzug, kostet 1. Ja, deswegen 20. Das habe ich schon verrechnet. Das macht mir hier auf jeden Fall schon mal 1. Das macht mir auch einen Ruf, was mir den Arbeiter gibt. Das ist das hier. Das sind 8 Tickets. Bin ich bei 59. Jetzt habe ich das gemacht, das gemacht, das gemacht. Jetzt darf ich hier noch gleiten. Und ich darf. Achso, das Ding hätte auch beuteln können. Das tue ich aber nicht. Jetzt darf ich hier noch einen Kiosk oder einen Pavillon bauen. Hier. Oh, ey, das ist natürlich auch geil, ne? Ich
muss noch. Oh. Ja, das ist natürlich zu lecker. Ich möchte eigentlich die 5 Kioske noch haben für den extra Punkt, aber ich will natürlich unbedingt das noch legen. Deswegen muss das jetzt sein. Das heißt, ich schmeiße. Ach so, da kann. Aber da kann ich das drüber machen. So, ich lege hier den über das. Okay. Das macht mir hier noch einen und dann kriege ich einen Doppler auf Verband. Und dann habe ich jetzt noch das hier und kann noch das hier machen. Da schmeiße ich hier so eine Karte ab mit so einem Symbol und kriege jetzt nochmal zwei Tickets oder einen Kiosk. Jetzt ist der eine Kiosk halt auch gar nicht mehr so spannend. Jetzt ist der eine Kiosk gar nicht mehr so geil, wie er gewesen ist, ne? Tja. Da mache ich zwei Tickets noch. Halt für das. Mhm. Und dann kann ich noch eine Karte markieren. Das möchte ich auch tun. Und dann markiere ich mir mal. Die gemeine Krake oder den Langkeil? Nö, ich den hier. Okay. Ich spiele Verband 5. Unterstütze mein erstes Artenschutzprojekt. Mhm. Das komme ich aber aus der Hand. Oh, dann kommt was. Macht das schon. Ja, noch genug. Und. So, das ist Vogelnachzuchtprogramm. Ah. Da kann ich jetzt einen Fisch drüber spielen. Wenn wir jetzt noch ein weiteres da oben reinspielen, dann ist der älteste dann weg. Ja, genau. Da spiele ich einen Fisch rein. Was bringt mir denn noch was? Hast du das? Ja, du hast den Panazzo und den, genau. Und dann hast du hier schon was gemacht? Nein, noch nichts. Eins, zwei, dann kriegst du einen Arbeiter und hier zwei. Ruf. Jetzt weiß ich noch nicht, gebe ich dir schon mal 5 soll. Geld für. Danke dir. Und jetzt ist die Frage, nehme ich den mal. Arbeiter habe ich dir jetzt aber nicht gegeben. Hier. Was will ich denn jetzt hier? Oh. So, was habe ich jetzt hier? Ach ja. Ah ja, okay. Mir das Zweiergehege was? Ein Zweiergehege auf jeden Fall. Dann kommt der Fisch da drauf. Noch ein Zweiergehege, nimmst du dir. Und dann kann ich das auch einmal sofort tun. Genau. Und das Zweiergehege kommt hier hin. Dann bringt mir das. Ich kann zwar keine Sponsorenkarte spielen. Ja, dann bauen wir es erstmal hier hin. So. Die Sponsorenkarte hier könnt ihr auch nicht aus der Reihe spielen, ne? Das geht leider nicht. Ja. Okay. Ich mache Tiere. Kriegst du einen Ruf. Dann würdest du dir eine Karte aus der Mitte nehmen dürfen. Ich kann noch zusätzlich spenden. Kostet mich das 10, ja. Dann nehme ich. Kriegst du noch einen extra, ja. Stibitzen oder neben? Rufreich zuschlagen? Ja, nee. Oh, das meine ich ja. Genau. Ja, also eine von denen oder von oben. Was macht die da? Die macht Wasser, ne? Erhalte für jeden Fels. Für jedes Wassersymbol. Nee, also du kriegst erstmal ein Ticket für jedes Wassersymbol, was. Was ich drei habe, ja, okay. Und dann am Ende des Spiels. Wenn du alle Wasser. Wenn du alle erschlossen hast, nochmal ein. Habe ich das getan? Ja. Alle Wasser erschlossen hast du, ja. Und gespielt hast du aber gar keins. Also nur ja, würde einen Siegpunkt kriegen am Ende, ne? Ja, also einen Anschlusspunkt und fürs Ausspielen ein Ticket, also 4 insgesamt. Ja. Gar nicht so geil, aber ansonsten. Die da hinten. Ach, die kann ich ja auch noch haben, ne? Aber die kannst du nicht mehr ausspielen, bis maximal 25, die ist raus. Ah, okay. Schade. Ja. Ist das eigentlich fast die beste, die ich haben kann? Ah, hätte ich doch noch vorbeuteln müssen, ne? Ich habe das auch wieder nicht gemacht. Nehme ich die da halt. Kurz, gut. Und dann Tiere? Und als Tier spiele ich dann. Den Jaguar, der kostet mich 16. Jetzt 4 zurück. Und, ach, ich kann ja 2 Tiere spielen. Ne? Weiß ich nicht, ja. Und, ja, genau, ich habe 2 hier. Und dann noch den, das sind zusammen 233. 30. Ist der nicht ganz unten, oder? Also, was machst du jetzt? 33. Die Reihenfolge ist ja, du kannst ja, wenn du den Jaguar spielst, ja zuerst mal. Die beide. Dann Jäger machen. Könntest du noch was Besseres finden? Achso, ich könnte erst den Jaguar spielen und gucken, was dann, ob da noch was Besseres kommt. Ne? Stimmt. Wo ist deine Stierkarte? Hier. Ja, der war die auf 5. Die war auf 5. Nur schon, ja, war ein bisschen zu schnell, aber. Okay.
Die habe ich schon. Also dann der kostet dich 13. Der kostet mich 13, genau. Mhm. Und dann kann ich mal 4 jagen. So, ich habe hier schon Karten in der Hand. Mhm. Die nehme ich. 1, 2, 3, 4. Offen, das ist offen, das ist okay. Halt. Da ist kann ein Stachelschwein. Nimm oder eine Tierkarte von der Hand. Ja, ist das Einzige, was sich für mich taugt. Und die anderen abwägen. Und jetzt. Dann spielst du den aus der Mitte, oder wie? Du hast den jetzt auf die Hand genommen, aber der lag ja eigentlich in der Mitte, oder? Hast du den nicht von hier gespielt? Den habe ich dafür auf die Hand genommen. Ach so, ja, das geht natürlich auch. Ja, also okay. Na, ich kann auch noch eine Karte, stimmt, ich kann den aus der Mitte auch gespielt haben und dann dafür eine andere Karte noch eigentlich. Ja. Aber dann kostet er dich ein Geld mehr, wenn du aus der Mitte spielst. Ja, kostet ein Geld mehr, ja. Hm. Das ist mir egal, dann brauche ich die Karte. Nimmst du den, dann kriege ich aber 2 Geld. Kann ich schon, ja. Das war schon. Bitte gerne. Er guckte vorhin schon so dahin. Und das kostet mich 18 dann. Minus, ne, 18. Kostet 2 wieder. Jawohl. So, und das sind, die hast jetzt noch keine gekriegt. Das waren dann 5 und 8, also 13. Ja. Dann 55. Und einen Ruf, den, von dem hast du jetzt auch noch nicht gekriegt. Den Ruf habe ich noch nicht bekommen. Nee, den, du hast den Ruf gekriegt für das. Ah, genau. Okay, dann kriegst du jetzt hier nochmal einen hier. Oh, genau. Und dann habe ich noch Wühlen 3. Ja. 3 ablegen, 3 auffüllen. Und das Gehege noch belegen, bitte. Das hast du noch nicht gemacht. 4er und 2er. Zack, zack. Sehr schön. Und lege eine Karte aus der Hand oder lege eine Karte von der Hand ab, um eine neue vom Nachziehstapel zu spielen. Hier, die lege ich ab und ziehe eine. Mhm. Das war mein erstes Gewühle. Du hast schon wieder so viele auf der Hand, ne? Ah. Wie? Weil du schon so viel gebeutelt hast. Wie gebeutelt? Du beutelst doch hier immer 2, oder nicht? Ja. Ja. Aber ich habe ja vorher... Ja, du, alles gut. Alles gut. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich... Ich auch nicht, aber... Ja gut, du hast gejagt, da kam noch mal eine. Hier kam noch eine, genau. Dann hast du die aus der Mitte gespielt, die musstest du ja gar nicht behalten. Du hast ja auch ein unendliches Handkartenlimit. Ja. Genau, ich habe eine aus der Mitte gespielt, also von daher. Ah. Und dann wühle ich, kann ja eine beliebige Sponsoren, da gibt mir noch einen Punkt für irgendeinen Scheiß. Nee, dann mach irgendwas hier, also mir ist es irgendwas Cooles. Ja. Kommen die hier beide weg. Okay, fertig. So, Welle, die ist auch weg. Das war's auch schon. Und sehr gut. Tieraktion. Nochmal so eine. Aber es geht schnell. 22 Minus 3. Ruf, das war nicht ein vergessen. Ruf, genau. X-Marker. Nicht mehr, okay. Habe ich nicht. Ich habe schon genug X-Marker leider. Also dementsprechend kann da mal jemand Bescheid sagen? Ja, wir sind jetzt gleich fertig. Also 22 minus 3 sind 19. Ja. Dann kommt der hier hin, dann kriege ich einen hiervon und 6 Tickets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich gebe 3 Karten ab, das sind 12. 12 Geld. So, und dann baue ich das hier. Also das eine kam jetzt hier rein. Ja. Ne? Und das kommt hier rein. Ja. So, 12 Geld, 21 brauche ich. Muss ich also nochmal 9. 21, 12, 9. Ne? Ja. So, sind nochmal 9 Tickets bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann darf ich ein beliebiges, der nicht verwendeten Basisartenschutzprojekt auf die Hand nehmen. Die habe ich nicht, die sind da irgendwo hingewandert. Marcel, hinter dir ist die Kiste. Was willst du haben? Basisartenschutzprojekte. Und dann bin ich fertig. Neben der Zugcam. Mhm. Du darfst. Ja. Was kannst du damit? Einmal kurz die Kartenkontrolle. Passt das alles mit den Basisartenschutzprojekten? Wir sind, ja, das sollte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ist das richtig? Ich weiß es gerade nicht. 6, 11, 12, 13 müsste richtig sein. Was kann der damit machen? Kann mir schon eins nehmen. Eine beliebige? Ja. Boah. Naja. Frage, warum ich das also, ja, ich habe eben jetzt hier. Eigentlich müsste ich wahrscheinlich noch eine Runde dranhängen, ne? Weil das schon irgendwie viele Punkte sind für mich. Aber ich finde, es reicht, wenn es jetzt zu Ende ist. Ja, mach Schluss, mach der Qual ein Ende.
ganz so schlimm ist nicht. Ja, doch, für mich schon. Ja, du machst ja halt noch was. Wenn ich jetzt Schluss mache, ich könnte halt. Ich habe halt noch die mir alleine 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ah, so gut ist es gar nicht. Ja, aber gut, das ist da nochmal, sind 9 Punkte, ne? Das ist für eine Aktion gar nicht so schlecht am Ende. Aber egal. Krieg ich irgendwo noch den hier? Nee. Okay, gut, fertig. Schaffe ich natürlich nicht mehr. Ja, also komm, ist egal. Ich mache Verband. Und zwar für 5. Dann unterstütze ich ein Artenschutzprojekt. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Wassertiere. Mhm. Das heißt, ich kann den da hinlegen und nehme mir hier jetzt. Ja, die X-Marker nützen mir. Und, warte mal, nützen mir die was? Moment. Ich kann ja das noch machen und das noch machen. Das sind nämlich auch noch mal. Ja, ist egal. Also komm hier, gib mir das Geld. 12 Geld, machen wir das einfach und hier hin. 1, 2, 3, 4, 5. 12 Geld, 10, 11, 12. Das ist die Aktion, dann darf ich spenden. Spenden kostet mich minus 5, also 7 Geld. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann mache ich hier einen extra und dann darf ich hier den Doppler benutzen. Mache halt noch ein Artenschutzprojekt, habe das Auswildern. Die hier gehen weg, und kommen einmal weg und da geht der Vogel hier weg. Das heißt, ich verliere 5, 1, 2, 3, 4, 5 und bekomme aber 1, 2, 3, 4, 5. Passt genau auf den Millimeter. Na, ich kann noch einmal spenden. Also das ist der hier. Hier gibt es auch noch ein Ding. Nehme ich mir jetzt die X-Marker, ist aber egal. Ich kriege auch einen Ruf noch für den. Der ist weg und dann kann ich nochmal spenden für 7. Oh, da habe ich auch noch einen Ruf. Da gibt es noch einen Ruf. 1, 2, 3 und bin hier. Den da. Und dann. Ah, ja. Den habe ich auch nicht gesehen. Ist es zu Ende. Ist zu Ende. Das heißt, jeder noch. Ja, ja. Ihr seid jetzt noch einmal dran, jeder. Genau. Tja, das Einzige, was mir noch ein bisschen was bringt, ist jetzt nicht, wenn ich Karten nehme, sondern wenn ich noch eine Tier in ich glaub, mein Gehege eine Runde zu früh. Ist dann so. Dafür muss ich 7 zahlen. Habe ich den Partner zu? Nein. Zahle ich 7. Dann kommt das Tier in das Kleingehege hier. Und das gibt mir 3 Tickets. Du bist blau. Ja, leider. Und Jäger. Ich bin Jäger, das heißt. Ah, kriegst du noch einen kleinen. Ja, nehme ich auf die Hand. Mehr kann ich ja nicht tun. Hast du eigentlich den hier gekriegt in der Einkommensphase? Ja. Okay. Leider viel zu spät. Gut. Dann Marcel. Letzte Runde. Ne? Dann mache ich wieder das Verband. Muss den Verband mit 2 verstärken. Genau. Dann ist er Verband 4. 2. Aber dann. Nee, ich nehme mir nur. Ah, nee, ich kann 4, 5, 6. Ich habe jetzt Verband 6. Ja. Und damit kann ich ja dann das da machen. Da nehme ich mir den da. Kriege ich hierfür einen Punkt. Und dann nochmal 2. Reputation. So rot. Genau. Das ist ein X-Marker und so eine Karte noch. Ein X-Marker und eine Karte. Dankeschön. Und dann machst du noch 2, ne? Und für den, oder? Dann mache ich noch hier 2, genau. Dann machst du nochmal einen. Genau, und dann mache ich noch eine. Kostet 12. Für 12. So, ich mache auch die Verbandsaktion, pack dann nochmal 3 X dazu, bin ich auch bei einer, ich brauche sogar eine 7, ne? Genau, ich brauche eine 7, genau, 4 dazu, also erstmal einen hier drauf, ja, ein bisschen zu lange gewartet, aber so ist das. Den, der kommt hier hin, den habe ich auch noch genommen und dann darf ich noch, wie viel hast du jetzt für 7? Für 7. Dann kannst du nochmal 2 hier oder was? Und genau, und ich bin bei 7, ich wäre hier, ich bin ja maximal bei 8, das passt ja genau, nee, passt nicht. Ja, eine Runde zu früh. Aber ist okay. Kommt doch selber raus, ne? Ja, ja. Die kommen weg und ich kann dann einfach tatsächlich hier hin, ne? Kriegst du noch einen? Krieg ich noch einen. Karte darfst du noch nehmen? Ja. Aber gut, das ist jetzt egal, was. Genau,
So, und Spende kann ich aber nicht mehr machen hier. Das hätte ich vorher. Moment, vorher hätte ich es. Ne, da war ich bei 10, 12 wäre es, ne? Ne, reicht nicht mehr. Ja, gut. Wunderprimig. Dann sind wir drin. So, fangen wir mal mit den Karten auf dem Tisch an, oder? Mhm. Du hast. Ne, das ist keine Entwertung. Du hast keine Entwertung. Entwertung. Okay, nein, Olaf. Nicht. Keine Entwertung. Hier einen Punkt. Du hast nochmal einen, weil du bist rot, ne? Mhm. Gelb hat. Nein, nein. Ja, da krieg ich ein Ticket nochmal. Ein Ticket. Ein Ticket, ne, genau. So, ich hab. Mhm. Nein. Nein, nein. Nein. Mhm. Aber hier kriege ich nochmal einen, weil ich. Mir fehlt halt einer. Es sind fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also ein hier. Mhm. Und aber fünf unterstützte Projekte. Kriege ich hier nochmal ein. Mhm. Mhm. So, und dann Entwertung. Was hast du? Was hast du? Was ist das? Ach Gottchen. Wer hat denn die komplizierten Karten? So, erhalte für jedes Kontinentsymbol, von dem du mehr als die Person rechts von dir, das wäre ich. Richtig. So, okay, dann fangen meine wir mal Partner an. Zählen, wir zählen die zwei Symbole. Das sind dann zwei, vier Australien. Na, Australien habe ich aber eins, zwei, drei, vier. Auch da vier, hast du nicht mehr nicht als ich. Dann hätten wir Asien. 1, 2 habe ich dann noch. Da habe ich mehr. Asien habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Alles klar. Dann hätten wir noch Amerikas. Da habe ich 1, 2, da habe ich gar nichts. Also da hast du schon mal einen. Ja, Amerika habe ich gar nicht. Afrika habe ich auch nicht. Hast du 2. Und Europa habe ich 1. Europa habe ich gar nicht. Dann würdest du 2 Punkte dafür bekommen. 1, 2. Dann kriege ich nochmal 5 Geld, die mir überhaupt nicht zu nee, am Ende gibt es nicht mehr. Okay, was? Aber es macht doch nichts. Hilft ja nichts. Ja, aber am Ende. Ist, ich bin der Zweitletzte hinten, ne? Ja. Also daher, ich habe das hier. Ich bin leider nur bei 14. Einer ne? Zu wenig. Eins, drei Stück. Drei Schritte. Also 1, 2, 3. Marcel. Ich bekomme 2 Designer zu. Für unterschiedlich geformte Bauwerke habe ich erst irgendwie falsch gedacht oder sowas. Ich habe einen 1er, einen 2er, einen 3er, einen 4er, einen 5er und den Schreischer zu. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, oder? Ja. Weil ob das jetzt Kiosk ist. Nein, das ist egal. Das ist ja. Egal. Also 2, ja. Oder ob 1, das auch. 2. Ja. Ich habe den Artenschützer zu. Mhm. Und zwar in der neuen Version, wo es ein einfacher ist. Mit 5. 1, 2, 3, 4, 5. Macht mir 4 Schritte. 1, 2, 3, 4. Und dann zieht er uns doch noch ab. Habe ich das nach Hause geschaukelt. So, Marcel hat 1, 2, 3, 4 Punkte, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Achso, okay. Und ich habe 6 Punkte zu 1, 2, ne Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte. Weil man legt den auf den niedrigsten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich hab wirklich zweimal mindestens 2, 3, 4, 5, 6. Also hierfür. Und du hast. Ja, da ist ein Minus und hier ist einmal mehr. Also, ja. Da hat er uns am Ende noch abgezogen, aber vorher, ne? Gut, aber wir haben auch viel Unsinn 23. zwischendurch gemacht. Ich habe diese 21? Hier, die hat mir halt gar nichts gebracht. Die habe ich ganz am Anfang gekauft, weil ich halt das mit dem mit den Herdentieren einfach völlig falsch im Kopf hatte noch, wie das funktioniert. Es war großartig. Ich würde gerne noch diskutieren, aber ich muss leider los. Es hilft nichts, es ist viel zu spät geworden. Ja, super, aber es war toll, sehr aber gut. Trotzdem. Ja. Klasse, viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Matthias. Glückwunsch. Danke, auf jeden Fall. Und ich würde die Pause packen, ich weiß nur nicht, wie es geht, aber vielleicht weiß Olaf, wie man das die Pause macht. Das kriegen wir hier hin. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob wir gleich nochmal wiederkommen. Ich fürchte, wir sind erst nach einer Schlafpause wieder dabei. Macht's gut. Bleibt dabei, bis dann. Tschüss. Ciao.